des Fachkräftemangels um? Das sind die Fragen, die wir hier und heute mit Ihnen und den Teilnehmerinnen des Panels diskutieren wollen. Wir freuen uns sehr, diese Veranstaltung in Kooperation mit Mitgliedern der Klimaallianz Deutschland zu gestalten. Das sind einerseits die Deutsche Umwelthilfe, der Deutsche Mieterbund, das Institut für Kirche und Gesellschaft und die Industriegesellschaft BAU. Diese Diskussion wird moderiert von Heike Holdinghausen. Sie ist Redakteurin von der taz. Und mit diesen wenigen einleitenden Worten möchte ich gerne an Frau Holdinghausen weitergeben. Ich wünsche uns eine interessante und spannende Diskussion. Ja, vielen Dank, Frau Aberbeck. Ich möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen zu dieser wirklich spannenden Diskussion. Ist ja eins der interessantesten klimapolitischen Themen, die gerade so auf der Agenda stehen. Also legen wir auch gleich los. Nur ganz kurz ab vorneweg zur Organisation. Wir würden jetzt kurz auf dem Panel eröffnen und die Diskussion starten und dann gerne Sie auch einbeziehen, indem Sie Ihre Fragen in den Chat stellen und die Regie würde Sie dann praktisch live mit Kamera in unsere Diskussion einschalten in einer Zeit, wenn wir so die erste Diskussionsrunde vollbracht haben. Also einfach in den Chat schreiben, Ihre Frage formulieren und dazu schreiben, ob Sie auch live zugeschaltet werden möchten oder ob Sie es einfach nur so reinreichen möchten, die Frage. Ja, dazu und dann möchte ich auch schon ganz herzlich das Panel begrüßen. Ich gehe jetzt einfach mal der Reihe nach, wie ich Sie auf meinem Bildschirm hier sehe, vor. Ich möchte herzlich begrüßen den parlamentarischen Staatssekretär im Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Herrn Sören Barthol. Herzlich willkommen. Ich begrüße Frau Dr. Melanie Weber, Weber Moritz. Ich wusste, dass ich es falsch sagen würde. Herzlich willkommen. Sie ist die Direktorin im Deutschen Mieterbund. Und uns hier zugeschaltet. Dann begrüße ich ganz herzlich Frau Barbara Metz, die stellvertretende Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe und nicht zuletzt Herrn Dr. Sebastian Bohley. Er ist Bereichsleiter Umwelt, Energie und Rohstoffe beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Herzlich willkommen. Die erste Frage möchte ich Ihnen stellen, Herr Barthol. Der Gebäudesektor, wir haben das eben schon gehört von Frau Aberbeck, hat seine Klimaziele wieder verfehlt im letzten Jahr um 2 Millionen Tonnen. Sie sitzen deswegen im Ministerium unter anderem an zwei Projekten, nämlich am Sofortprogramm Klimaschutz und am Gebäudeenergiegesetz. Und vielleicht bringen Sie uns einfach erstmal auf Stand. Was können Sie uns denn berichten? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank auch für die Diskussion. Ich sehe zwar nicht diejenigen, die vor der Kamera sitzen und vor dem Fernseher gucken und zugucken, aber herzlichen Gruß. Wir sind natürlich als neue Koalition gerade dabei, sozusagen die Dinge, die liegen geblieben sind, aufzuarbeiten und auch schneller als bisher voranzukommen. Und deswegen ist ja auch ganz klar, und das hat ja Robert Habeck auch angekündigt, es wird ja das Klimaschutz-Sofortprogramm auch geben. Wir sind da gerade mitten in den Abstimmungen. Wir haben eine erste kleine Novelle des GEGs, die aber auch gerade bei den Berichterstattern des Parlaments liegt. Der Gesetzgeber sind ja nicht wir, sondern der Gesetzgeber ist der Deutsche Bundestag und die diskutieren das, was wir ihnen gerade reingegeben haben. Das ist ja nur der erste Schritt. Es wird weitere Novellen auch geben, ist auch ganz klar, weil wir noch einiges umsetzen müssen in diesem Bereich. Ich glaube, dass wir auf einem sehr guten Weg sind. Wir wissen, dass wir im Gebäudebereich, aber das ist ja auch nicht der einzige Sektor mit Schwierigkeiten, da auch noch eine Schippe drauflegen müssen. Das haben wir uns ja auch im Koalitionsvertrag fest vorgenommen. Natürlich ist das, was jetzt gerade in der Ukraine passiert, auch der Angriffskrieg auf der einen Seite natürlich nochmal ein Beschleuniger für die Unabhängigkeit, Stichwort Gasimporte, Ölimporte, auf der anderen Seite natürlich auch ein Riesenthema, Stichwort Baumaterialien, Stichwort Logistikketten. Und natürlich ist es auch furchtbar für die Menschen, die davon betroffen sind. Und insofern müssen wir gucken, dass wir diese ganzen Themen sozusagen mit adressieren, dass wir das auch hinbekommen. Aber wir sind da auf einem sehr guten Weg. Es wird gerade innerhalb des Kabinetts auch abgestimmt. Die einzelnen Maßnahmen, das ist ja ein ganzes großes Bündel von Maßnahmen. Also Sie haben das BEG, die Neuausrichtung der Förderung. Sie haben
habe ich ja gerade schon gesagt, Gebäudeenergiegesetz. Sie haben das ganze Thema serielle Sanierung. Sie haben natürlich das ganze Thema, Stichwort auch kommunale Wärmeplanung, Stichwort Wärmenetzeförderung und so weiter. Also da gibt es einen Riesen, es gibt jetzt den Wärmepumpengipfel. Also es gibt ganz viele Themen, an denen wir gerade dran sind. Und deswegen bin ich auch sehr optimistisch, dass wir das über die längere Strecke auch alles gut hinbekommen. Frau Metz, wir haben jetzt einige Stichpunkte zugeworfen bekommen, noch nichts Konkretes. Aber diese Stichworte, die Sie gehört haben, hört sich das gut an? Naja, das Problem ist wahrscheinlich, dass es noch nichts Konkretes ist. Also man gibt ja dann ab und zu mal Interviews und wird gefragt, das ist doch, klingt doch alles total super und es wurde viel beschlossen von dieser Bundesregierung bzw. angekündigt. Wenn ich in das Gesetz reinschaue, reicht es aber nicht und da fehlen mir eben die ganz konkreten Maßnahmen, die geeignet wären, diese Klimaziellücke oder auch die Wohnungsnot tatsächlich zu schließen. Und da gibt es ja verschiedene Vorschläge, die auf dem Tisch liegen, die in zum Beispiel einem Gebäudeenergiegesetz, was gerade angesprochen worden ist, geregelt werden müssten. Das war ja oder es liegt ja gerade auch auf dem Tisch. Und leider ist nichts von dem enthalten, was wir uns da oder was absolut notwendig wäre, um die Klimaziele zu erreichen, wie zum Beispiel die klimazielkompatiblen Standards für den Neubau, aber auch für die Bestandssanierung, wie ein sofortiges Verbot des Einbaus von Öl- und Gasheizungen in Neubauten, aber dann auch perspektivisch 2025, 2024 spätestens in Bestandsgebäuden und einige Maßnahmen mehr, die wir wahrscheinlich jetzt heute auch nochmal diskutieren werden. Ich würde das ganz gern aufspalten. Es ist ja wirklich ein wahnsinnig komplexes Thema, Klimaschutz im Gebäudebereich, dass wir erstmal bei den Neubauten bleiben und dann uns dem Bestand widmen. Vielleicht können wir es so ein bisschen entzerren. Frau Weber-Moritz, wir brauchen oder der Mietmarkt braucht dringend bezahlbaren neuen Wohnraum. Ist es wirklich so, dass höhere Standards ausreichende Neubauten verhindern oder erschweren? Das muss nicht so sein und wir sind auch sehr dafür, dass wir alles dafür tun, das Wohnen trotzdem zumindest nicht teurer zu machen, auch im Neubau nicht, weil am Ende des Tages, wenn wir hohe Standards haben, dann ist die verbrauchte Energie am Ende natürlich auch geringer und wir sprechen uns ja schon sehr lange auch, wenn wir trotzdem nochmal auf den Bestand gucken, für beispielsweise warmmietenneutrale Sanierungen aus. Also wir müssen sowohl beim Neubau als auch beim Bestand alles dafür tun, um es möglichst, ich weiß, das ist jetzt gerade die große Herausforderung, werden wir gleich noch drüber diskutieren, angesichts der Energiekostenexplosion und so weiter. Aber trotz allem, gerade jetzt müssen wir alles natürlich dafür tun, um das Wohnen nicht noch teurer zu machen. Ich will einfach nochmal aus Mieterbundsicht ein, zwei Stichworte hier reinwerfen, die wir sicher gleich nochmal weiter diskutieren. Uns treibt die große Sorge um, dass wir zusätzlich zu der Mietkostenexplosion, die wir schon seit Jahren haben, vor allen Dingen in den Großstädten, Ballungszentren, Universitätsstädten, dass wir jetzt natürlich die sogenannte zweite Miete noch haben, also die Energiekosten, die steigen massiv an. Wir haben die Verbraucherpreise ganz generell, die ansteigen und da gerade auch zu gucken, wie kriegen wir das hin, den Klimaschutz nicht aus dem Blick zu verlieren, also Klimaschutz und Mieterschutz zusammenzudenken. Und mir ist es ein ganz großes Anliegen, dass wir vor allen Dingen die Einkommensschwachen im Blick behalten, also Stichwort auch wieder hier die Bestandssanierung. Gerade wenn wir die schlechtesten Gebäude als erstes anfangen, energetisch schlechtesten, da müssen wir wirklich gucken, weil dort leben die Einkommensschwächeren tendenziell und da eben wirklich Vorsorge zu schaffen, dass wir die Menschen nicht noch zusätzlich belasten. Da kommen wir gleich sicherlich noch dazu, zu den auch zu den Nebenkosten. Aber um nochmal beim Neubau zu bleiben, Herr Bartol, nochmal die Nachfrage, wie sieht es denn im Gebäudeenergiegesetz jetzt aus? Ich weiß, es ist gerade im Verfahren, aber wie ist denn der Stand? Also entwickeln Sie sich eher so in Richtung Effizienzstandard 40 tatsächlich für Neubauten oder wo geht's hin? Naja, da haben wir ja nun ganz klare Beschlüsse. Wir wollen ja den 55er zum Standard machen und wir haben ja im Moment die Förderung schon umgestellt. Das haben Sie ja sicherlich mitbekommen. Wir haben die EA40, wir haben die zweite Stufe gezündet, wir haben das QNG-Siegel. Wir sind gerade dabei, eine neue Systematik, die dann am 01.01.23 startet, wo wir nochmal genau gucken, was bringt eigentlich welche Treibhausgasminderung.
Und natürlich haben wir auch Diskussionen, wie viel bleibt für Neubau, wie viel geht in die Sanierung. Auch das ist natürlich ein wichtiges Thema, weil wir müssen im Bestand auch schneller werden und besser werden. Und das sind gerade die Diskussionen, die auch laufen. Und zum GEG nochmal, das ist ja jetzt erstmal das erste Anfassen. Und Frau Metz weiß das auch ganz genau. Wir werden natürlich ans GEG dann nochmal rangehen, ganz klar. Wir haben uns ja auch vereinbart, ich sage nur Stichwort 65% EE in 24. Also es gibt da ganz klare Vorgaben. Wir müssen das hinbekommen. Das wird übrigens nicht ganz trivial, Stichwort Fachkräftemangel. Ich hatte schon was gesagt zu Materialien, zu Logistikketten. Versuchen Sie mal eine Wärmepumpe im Moment zu bekommen. Das sind auch alles Herausforderungen, die müssen wir uns parallel auch noch stellen. Ja, Herr Buhlei, was braucht die Industrie angesichts dieser Standards, die da gesetzt werden, um die notwendigen Wohnungen zu bauen? Reicht die Förderung und sind die Instrumente sinnvoll, die Sie da hören? Ja, erstmal einen schönen guten Abend auch von meiner Seite nochmal in die Runde, auch in den digitalen Raum, und danke für die Einladung. Ich glaube, also für die Industrie, und es ist immer völlig egal, über welche Art von Industrie wir sprechen, ne, ist ja immer das große Stichwort, ist immer Planungssicherheit. Also möglichst wenig die Rahmenbedingungen kurzfristig ändern und möglichst langfristige Rahmenbedingungen setzen. Und da hat die alte Bundesregierung ja mit der CO2-Bepreisung, mit der nationalen CO2-Bepreisung ja durchaus einen Rahmen gesetzt. Da kann man sich immer drüber streiten, geht das jetzt schnell genug oder ist es zu schnell? Ja, da gehen natürlich auch in der Wirtschaft insgesamt ja die Meinungen auseinander. Aber die Rahmenbedingungen sind jetzt so, wie sie sind. Wir sind jetzt bei 30 Euro die Tonne CO2. Na, es steigt in den nächsten Jahren bis auf 55 Euro die Tonne an. Dann geht es ja wahrscheinlich in den freien Handel über ab 26. Da wissen wir noch nicht, wie es natürlich weitergeht, aber tendenziell werden die CO2-Preise auch gerade für den Gebäudesektor ja weiter nach oben gehen. Und somit sind ja erstmal die Rahmenbedingungen an der Stelle gesetzt. Also ist klar, CO2 wird teurer, also habe ich natürlich einen Anreiz, wenn ich entsprechende Wohnungen bauen und anbieten will, muss ich das alles mit berücksichtigen. Dazu haben wir natürlich jetzt in der letzten Zeit, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, ein bisschen ein Wirrwarr gehabt, was die KfW-Geschichten ja angeht. Ich will es jetzt gar nicht weiter kommentieren, wer da wie wo was. Ja, das ist jetzt irgendwie alles Vergangenheit, da machen wir jetzt einfach mal einen Haken dran. Aber so sagen sie natürlich nicht besonders günstig, wenn ich bauen will. Und natürlich sind bei uns auch viele aufgeschlagen und haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, gesagt, was machen die denn da? Und ich wollte jetzt aber, als dann wieder eröffnet wurde, das Programm, ich saß jetzt eine Dreiviertelstunde davor, um meinen Antrag durchzukriegen, und dann habe ich es nicht geschafft. Ja, also das ist natürlich, wie gesagt, ich will jetzt hier gar kein Schwarze-Peter-Spiel oder irgendwas machen, aber das ist natürlich immer misslich für die Industrie. Und deswegen so klare, langfristige Rahmenbedingungen, wie wir sie mit der CO2-Bepreisung haben, die sind eigentlich erstmal ideal. Darauf kann ich planen, damit kann ich umgehen, auch als Industrie. Und mit hohen Standards haben Sie kein Problem? Wenn Sie hohe CO2-Preise haben, dann ergeben sich ja gewisse Standards irgendwann auch von alleine. Ne? Also, dass man natürlich nach und nach die Standards nach oben zieht, zusätzlich zur CO2-Bepreisung, das können wir durchaus nachvollziehen. Solange das auch in einem planbaren Rahmen passiert und nicht, da gilt das, was ich gesagt habe. Also wenn wir Planungssicherheit haben und jetzt ist sozusagen nicht über Nacht und im nächsten Jahr gleich dann der nächste Standard drauf, ist es nicht zwangsläufig ein Problem, auch mit den Standards nach oben zu gehen. Es muss, oder aus Sicht der Industrie ist es wichtig, dass es ein planbarer Prozess ist am Ende, dass man sich darauf verlassen kann. Wir machen in diesem Jahr dieses und im nächsten Jahr sieht es dann so aus und in 5 Jahren sieht es dann wie auch immer aus. Also das ist, glaube ich, die wichtige Botschaft, dass wir einfach einen klaren Pfad haben und dann kann man da auch damit arbeiten. Noch eine kurze Nachfrage, weil Herr Barthol das eben ansprach. Kaufen Sie mal eine Wärmepumpe. Was können Sie denn eigentlich schaffen, wenn Sie jetzt die Vorgabe bekommen, Sie müssen ab 24 65% Erneuerbare einbauen, erstmal im Neubau? Ist das überhaupt machbar? Und wo klemmt es im Moment am meisten? Also eher Fachkräfte oder eher Lieferkette? Also das ist jetzt auch nichts Bauspezifisches, es sind beide Themen. Also wir sehen in unseren, ich bin jetzt ja nur kein ausgewiesener Experte, was allein die Bauindustrie angeht. Wir haben ja beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag alle Unternehmen, solange sie nicht Handwerksunternehmen sind, sind ja über die Industrie- und Handelskammern bei uns.
Wir machen 3 Jahre Umfragen, unsere Konjunkturumfrage. Und wenn Sie da reingucken, seit 2013, glaube ich, ist Fachkräftemangel immer das Top-Risiko praktisch über alle Branchen. Das ist jetzt im Moment mal abgelöst worden durch die hohen Energie- und Rohstoffpreise. Aber sobald sich die Lage da, und ich meine, wir hoffen ja alle, dass der Ukraine-Krieg so schnell wie möglich vorbei ist und sich dann auch an der Preisfront das Ganze wieder etwas beruhigt, dann werden die Fachkräfte wieder an Nummer 1 sein. Und das gilt für die Baubranche genauso wie für alle anderen. Ich war ja letztens im Bundestag im Klima- und Energieausschuss, Anhörung zur EEG-Novelle, und da fragte mich auch ein Parlamentarier genau diese Frage im Bereich der erneuerbaren Energien. Ja, wie kriegen wir es denn eigentlich hin, hier mehr Fachkräfte? Wo kriegen wir die her? Und das Problem zieht sich durch die gesamten Branchen durch. Und das liegt an den Branchen, entsprechend attraktive Arbeits- und Ausbildungsplätze zu schaffen, um dann auch zu überzeugen, dass die jungen Menschen sagen, hey, ich mache eine Ausbildung in der Branche oder ich studiere irgendwie was Entsprechendes und arbeite dann in der Branche. Aber das ist kein einfaches Thema. Das werden wir nicht einfach so gelöst kriegen, einfach weil es sich durch sämtliche Branchen durchzieht. Das ist, glaube ich, das große Problem. Und ganz aktuell, weil Sie es ja ansprachen, wir haben natürlich Lieferkettenprobleme. Ja, wir haben ja Auslandshandelskammer in China. Sie wissen alle, was da los ist mit Null-Covid-Strategie. Da werden dann zugesperrt. Und das betrifft natürlich auch diverse Branchen. Und natürlich betrifft das auch die Baubranche. Ich meine, wir sind nun mal mit unseren Liefer- und Wertschöpfungsketten sind wir ja in der Regel international aufgestellt, und in der Regel führt dann irgendwann mal irgendein Teil auch nach China, und dann hängen sie da natürlich mit drin. Deswegen, wir alle nicht, wie es mit Corona weitergeht, wie die chinesische Staatsführung weiter mit dem Thema umgeht. Deswegen kann ich auch nicht sagen, wann sich das möglicherweise mit den Lieferketten auch wieder entspannt. Ja, und dann kann es natürlich problematisch werden, wenn wir ab 2024 dann die entsprechenden Vorgaben bekommen. Das ist gar keine Frage. Frau Metz, ich würde gerne einen kleinen Schlenker machen. Und zwar ist mir dieser Tage eine Zahl der Deutschen Energieagentur untergekommen, dass wenn man sich den Gebäudesektor anguckt und nicht nur den Betrieb der Gebäude einrechnet, sondern auch die Errichtung, dann sind wir bei einem Beitrag zu den Treibhausgasemissionen von 40%. Also dann bekommt man ein noch größeres Problem. Und vielleicht ganz kurz die Frage, was sind die Konzepte? Wie kriegen wir denn insgesamt auch im Bau die Emissionen runter? Das ist ja so ein absolutes Lieblingsthema, glaube ich, der aktuellen Bundesregierung, darüber zu sprechen, wie wir da die Emissionen runterkriegen. Da geht es natürlich um den Lebenszyklus, und das ist auch ganz richtig, dass wir endlich darüber sprechen, weil das leider in den letzten Jahren nicht getan wurde. Also die Frage gestellt wurde, was eben entsteht eigentlich an Emissionen beim Bau dieser Gebäude. Da hängt es natürlich davon ab, welche Bauprodukte da zum Einsatz kommen. Was aber letztendlich wirklich nachhaltig ist noch nicht abschließend, sage ich mal, definiert. Da befinden wir uns, sage ich mal, noch in einer gewissen Unklarheit. Was heißt denn eigentlich nachhaltiges Bauen? Und da geht es nicht nur um die Bauprodukte und aus welchem Material die möglicherweise hergestellt sind oder ob da Recyclingmaterial enthalten ist, sondern da geht es auch wiederum. Und deswegen ist es zwar richtig, Neubau und Bestand auseinanderzuhalten, aber in dieser Frage geht es eben auch ganz stark dann letztendlich wiederum um den Bestand. Denn eins ist klar, die Gebäude, die wir schon haben, das sind immer die klimafreundlichsten Gebäude, eben vor dem Hintergrund, dass viele Emissionen in neuen Gebäuden stecken, dass aber eben auch viele Ressourcen in neuen Gebäuden stecken und der Tatsache, dass wir in Deutschland im Baubereich keine Kreislaufwirtschaft haben. Denn alles, was aus diesem Bereich kommt, und das ist im Übrigen der größte Abfallstrom in Deutschland, nämlich über 50%, kommen aus dem Bausektor, nicht nur Gebäude, auch Straßenbau. Alles, was da rauskommt, wird deponiert, verbrannt oder verschüttet. Und etwas zu verschütten ist kein Recycling, auch wenn das manchmal so ein bisschen so getan wird. Das heißt, Kreislaufwirtschaft am Bau ist wichtig, um dann eben auch, wenn neue Gebäude errichtet werden, möglicherweise Bauteile zu verwenden, die schon mal im Einsatz waren. Eine Voraussetzung dafür wäre zum Beispiel eine Bauteilsichtung, wenn ich ein Gebäude zurückbaue. Also zu schauen, gibt es da bestimmte Bestandteile, die wieder zum Einsatz kommen können. Und da, wo es nicht geht, zu schauen, dass man eben die Abfälle Sorten rein zurückkriegt, das heißt, möglichst natürlich diese einzelnen Materialien getrennt voneinander bekommt. Dann sind wir wieder beim Neubau, dass man eben so baut, dass man eben die Materialien am Ende des Tages auch wieder auseinanderkriegt.
Im Moment ist es so, dass viele Dinge verklebt sind, gerade bei der Hülle eines Gebäudes. Der Putz mit der Dämmung ist eben so miteinander verklebt, dass man das schwerlich auseinanderkriegt. Das sind alles so Dinge, die da eine Rolle spielen und die man da genau betrachten muss. Letztendlich eins auch der großen Probleme ist Vollzug am Bau. Ich weiß nicht, viele von uns waren vermutlich schon auf Baustellen und ja, gucken Sie mal rein in so einen Container, der auf so einer Baustelle steht. Von Getrennthaltungspflicht, die es eigentlich gesetzlich gäbe, sind wir da ganz, ganz weit entfernt. Das heißt, wir brauchen natürlich auch Vollzug am Bau, damit einfach auch überprüft wird, was wird denn da wirklich gemacht? Werden da eben gesetzliche Vorgaben mit eingehalten? Und all das fehlt noch. Auch da natürlich der Personalmangel in den Behörden, die dafür zuständig wären, hier tatsächlich auch nochmal genau nachzugucken. Auch da muss man natürlich den Blick hinwenden, dass in den Behörden, die dafür zuständig sind, all diese Dinge abzuwickeln, egal ob es ein Neubau, ob es der Neubau ist, ob es die Bestandssanierung ist, ob es eben der Vollzug auf der Baustelle ist, dass es da auch Personal gibt, die das überhaupt bewältigen können. Und deswegen vielleicht auch nochmal hier der Hinweis, wenn diese Knappheiten bestehen, was Material angeht, was Fachkräfte angeht, was Personal in den Behörden angeht, dann sollte man sich ja darauf konzentrieren, was tatsächlich, wo man den größten Nutzen hat. Das heißt, im Neubau auch zu überlegen, was für einen Neubau will ich denn fördern in diesen Zeiten? Möglicherweise ja tatsächlich Neubau von bezahlbarem Wohnraum und eben keine Ein- und Zweifamilienhäuser, dass man sich darauf im Neubau konzentriert und dann eben bei den Bestandssanierungen, und Frau Melanie Weber-Moritz hat es ja gerade schon gesagt, sich auf die schlechtesten Gebäude konzentriert und da anfängt zu sanieren. Da hatte man dann den höchsten Nutzen, sowohl sozial als auch klimapolitisch, genauso wie eben im Neubau, wenn man da Sozialwohnungen baut. Ja, Frau Weber-Moritz, ich würde gerne nochmal beim Neubau oder da anknüpfen. Gibt es denn Erfahrungen darüber, sind klimafreundlich oder nachhaltig gebaute, also Neubauten, Mietwohnungen, sind die teurer auf jeden Fall oder gibt es auch Ausnahmen? Kann man die auch mieterfreundlich günstig bauen? Die sind leider sehr teuer. Also um mal so eine Zahl zu nennen, die Hälfte der Berliner Neubauwohnungen wird für mindestens 16 Euro den Quadratmeter im Durchschnitt angeboten. Das heißt, dass ein großer Teil natürlich auch nochmal deutlich drüber liegt. Das hat auch damit zu tun, dass beispielsweise die Mietpreisbremse nicht für den Neubau gilt. Wir als Mieterbund sind ja immer sehr dafür, die Mieten zu regulieren, stärker zu regulieren. Beim Neubau sind wir da ein bisschen vorsichtiger, weil wir natürlich auch wollen, dass mehr gebaut wird und das sozusagen nicht durch schon zu scharfe Mietpreisbegrenzungen abgewürgt wird. Aber auf der anderen Seite muss man sich natürlich schon die Frage stellen, wenn wir sagen, es muss mehr gebaut werden, um den Wohnungsmarkt insgesamt zu entlasten, dann muss natürlich irgendwann die Entlastung auch spürbar sein. Also wenn die Mietpreise dann natürlich wirklich sich sehr stark abkoppeln, und das ist eben der Fall von den Bestandsmieten, also die Neubaumieten von den Bestandsmieten sich abkoppeln, dann ist das für alle, die eine Wohnung suchen, ein großes Problem, aber auch insgesamt für Mieterinnen ein Problem, weil ja diese Neubaumieten auch wieder in den Mietspiegel reinfließen und insgesamt die ortsübliche Vergleichsmiete wieder anheben. Also das ist in der Tat wirklich ein Problem, dass wir hier also mittelfristig durch Neubau nicht sofort, also oder eher langfristig, wenn überhaupt, Entlastung verspüren werden. Und deswegen auch nochmal unser Plädoyer, vor allen Dingen ganz stark, das hat ja auch die Bauministerin vor, den sozialen Wohnungsbau zu fördern. Von den 400.000 geplanten Wohnungen im Jahr sollen ja 100.000 geförderte Wohnungen gebaut werden. Hier sind wir ganz doll sozusagen hinterher und sagen, das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir hier bei denjenigen Wohnungen ansetzen, die am nötigsten gebraucht werden. Und wir haben eben das Problem, dass die sogenannten Sozialwohnungen, der Bestand hat sich seit Mitte der 2000er Jahre halbiert. Wir haben nur noch ungefähr 1 Million Sozialwohnungen und wir verlieren eben im Jahr ungefähr 65.000 an diesen Wohnungen, weil die haben in der Regel eben eine Mietpreis beziehungsweise eine Belegungs- und eine Preisbindung und irgendwann nach 15, 20 oder manchmal auch 30 Jahren fallen die Wohnungen sozusagen da raus und werden wieder dem freien Markt übergeben. Also hier ganz wichtig, eben diese
100.000 Wohnungen zu bauen, beziehungsweise auch Belegungsrechte anzukaufen, was wesentlich ressourcenschonender wäre, als neu zu bauen an der Stelle. Und ja, das ist ganz doll wichtig, weil das auch wieder natürlich einen dämpfenden Effekt auf die Mietpreise insgesamt hat, wenn wir eben in dem Segment mehr errichten oder behalten im Bestand. Und eine weitere Maßnahme der neuen Regierung ist ja, die ist ja jetzt nicht mehr ganz so neu, aber nach einem halben Jahr kann man das noch sagen, ist ja auch die Einführung einer neuen Wohnungsgemeinnützigkeit. Auch das ist für uns ein ganz, sag ich mal, ein Riesenerfolg, dass das im Koalitionsvertrag drinsteht. Auch hier erhoffen wir uns, wir reden heute natürlich vor allen Dingen über Klimaschutz, aber die Bezahlbarkeit des Wohnens ist natürlich genauso wichtig und mit zu berücksichtigen. Und wenn wir es schaffen, ein dauerhaftes Segment im Wohnungsmarkt zu errichten, was eben mietpreisgebunden ist, dann wird das auch zu einer Entlastung führen. Und vielleicht nochmal eine letzte Zahl, weil Sie den Neubau ja angesprochen hatten, was sozusagen diese Entlastung angeht. Es ist eben leider so, dass ein großer Teil der Wohnungen, die im Neubau entsteht, eben, also nicht nur, wie gesagt, vom Preis her für viele nicht mehr leistbar ist, sondern ein großer Teil der beispielsweise im vorletzten Jahr errichteten rund 300.000 Wohnungen ist eben quasi sind Eigentumswohnungen und stehen sozusagen nicht unmittelbar dann auch den Mieterinnen und Mietern zur Verfügung. Also hier muss man eben auch wirklich schauen, der Neubau kann nicht alles richten. Ja, Herr Bartel, also der Ankauf von Wohnungen adressiert ja vor allen Dingen die Kommunen wahrscheinlich, aber trotzdem möchte ich Sie gern fragen, können Sie da irgendwie unterstützen, erstens, und wie gewährleisten Sie, dass der Neubau von nachhaltigem Wohnraum auch tatsächlich den einkommensärmeren Mietern zugutekommt, erstens. Und dann würde ich gerne noch die Frage von Frau Metz weiterreichen. Was planen Sie denn in Sachen Vorschriften, nachhaltiges Bauen, Kreislauf, Wirtschaftsgesetz oder Holzbauinitiative? Was liegt denn in Ihrem Hause? Ja, das sind jetzt sehr viele Sachen. Ich versuche es in gebotener Kürze. Ich fange einfach mal damit an und greife das mal auf, was Frau Weber-Moritz gerade gesagt hat, weil ich glaube, nur so wird Klimaschutz gelingen, indem wir die soziale Frage kontinuierlich mitdenken und nicht aus den Augen verlieren. Und das ist eben nicht trivial. Und deswegen haben wir ja gerade im sozialen Wohnungsbau bis 26 14,5 Milliarden Euro. Also so eine Summe hatten wir noch nie, wo wir sozusagen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus unterstützen als Bund, natürlich zusammen mit den Ländern, natürlich zusammen dann auch mit den Kommunen. Und das ist schon mal ein dickes Brett, was wir da hingelegt haben. Das muss natürlich jetzt auch gelingen, da muss das Geld auch wirklich abfließen. Wir haben ja auch das Bündnis bezahlbarer Wohnraum, wo wir genau diese Fragen ja auch diskutieren, auch das Spannungsfeld zwischen sozialen Ausgleich, den Anforderungen des Klimaschutzes, den ganzen Themen, die wir jetzt hier alle angesprochen haben, all diejenigen Themen finden sich in diesem Bündnis auch wieder und werden von uns ja auch sehr intensiv adressiert. Das ganze Thema graue Energie, da hat meine Ministerin von Anfang an gesagt, dass das für sie auch ein zentrales Thema ist. Das ist auch richtig. Deswegen ist auch der Bestand so wichtig. Wir haben die ersten Schritte im QNG. Ja, also dieses Qualitätssiegel enthält ja schon Lebenszyklusbetrachtungen. Die sind auch sehr wichtig. Und wir müssen weitergehen. Wir müssen jetzt schauen, dass wir mit Fit for 55 in Europa vorankommen. Wir müssen gerade, was angesprochen wurde, die schlechtesten Gebäude zuerst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, da müssen wir ran, weil da sehr viel Einsparpotenzial liegt. Wir müssen aber weitergehen, Stichwort Digitalisierung im Baubereich, weil ich glaube, auch nur so wird man es hinbekommen, einen guten digitalen Gebäuderessourcenpass auf den Weg zu bringen. Wir brauchen sowas wie Materialinventar. Wir müssen wissen, was ist in Gebäuden überhaupt verbaut, damit man überhaupt über Kreislaufwirtschaft im Gebäudebereich dann auch nachdenken kann und auch vor allen Dingen hinbekommt. Wir bereiten gerade die Holzbauinitiative vor, all das passiert ja gerade. Und das ist natürlich nicht alles immer über Nacht zu machen. Also das will ich ja auch mal sagen. Wir arbeiten da im hohen Tempo, im hohen Vorangehen. Aber ich glaube, dass wir auch immer gucken mussten, dass das, was wir machen, auch vernünftig ausbalanciert ist. Also ich finde es ja ganz faszinierend, dass von den 100 Euro oder 200 Euro die Tonne CO2-Preis zum Einstieg heute irgendwie niemand mehr was wissen will, und es will ja auch keiner gewesen sein, der das hier jemals gefordert hat. Ich bin froh, dass wir einen verlässlichen, guten Einstieg gewählt haben,
Und jetzt müssen wir halt gucken, dass wir am Ende, und da haben wir uns ja alle zu verpflichtet, die Klimaziele auch erreichen. Ich glaube, das werden wir schaffen, aber das stimmt schon, da ist noch ein großes Stück Arbeit da, weil Kreislaufwirtschaft, graue Energie, das Thema muss bearbeitet werden. Auch das ganze Thema Zement, Innovation, wie kriegen wir überhaupt da die Energieverbräuche gedrückt? Da hat es viel mit Forschung zu tun, aber da sind wir dran. Jetzt muss ich einmal kurz fragen an die Regie. Okay, ich lese das vor. Es gibt eine Frage von Frau Schulte-Fischedick und die möchte ich gerne vorlesen und die richtet sich, glaube ich, vielleicht nochmal sowohl an Frau Metz als auch an Herrn Bartol. Und zwar müssten wir statt dem Neubau nicht viel stärker den Leerstand und den Umbau inklusive der Reduzierung von Wohnraum pro Person, also ungefähr halbieren, möchte sie das in den Blick nehmen. Und mit welchen konkreten Schritten könnte man da hinkommen? Oder ich richte diese Frage vielleicht einfach mal an alle. Das ist ein interessanter Vorschlag. Jeder nur noch die Hälfte von dem Wohnraum, der ist in den letzten Jahrzehnten beständig gestiegen, in der Tat. Wie kommen wir da wieder von runter? Vielleicht, Frau Weber-Moritz, gibt es da vom Mieterbund Vorschläge? Wobei die Mieter, soweit ich weiß, immer in kleineren Wohnungen wohnen als die Eigentümer. Ja, also natürlich stimmt das, dass insgesamt wir über die Jahre mehr Quadratmeter pro Kopf zur Verfügung haben. Das ist ja erstmal durchaus was Positives. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt über das bedarfsgerechte Wohnen sprechen, dann ist es natürlich wieder schwierig, weil wir haben zum einen bei der Debatte zu berücksichtigen, wir leben in einer Single-Gesellschaft. Das ist einfach so. Das war vor 30 Jahren noch eine ganz andere Situation. Insofern erklärt sich dieser Bedarf auch ein Stück weit daher. Auf der anderen Seite, ich habe es eben erwähnt, die Diskrepanz zwischen Bestandsmieten und Angebots- und Neuvermietungsmieten ist einfach so groß, dass ältere Menschen, die schon seit 30, 40 Jahren in ihren Wohnungen leben, selbst wenn sie wollten, nicht mehr dasselbe bekommen für den gleichen Preis. Im Gegenteil, sie würden sich massiv verkleinern und würden das aber teuer bezahlen. Ich will in dem Zusammenhang mal so ein Beispiel nennen, was mich beeindruckt hat. Neulich hat Immowelt Inserate sozusagen verglichen mit vor 10 Jahren. Und es ist so, dass beispielsweise in München vor 10 Jahren man für 1.000 Euro noch 83 Quadratmeter bekommen hat. Heute sind das noch 48 Quadratmeter, also eine glatte Halbierung fast. Und das gilt für alle Großstädte. Also in Berlin kriegt man heute für 1.000 Euro durchschnittlich gerade mal 70 Quadratmeter. Das waren vor 10 Jahren 114 Quadratmeter und so weiter. Also es ist einfach so, wir müssen uns gute Konzepte überlegen, wie wir bedarfsgerecht wohnen können. Es gibt beispielsweise in der Schweiz, in Genossenschaften, gute Tauschkonzepte. Die wurden hier auch in Berlin ausprobiert. Leider haben die nicht gut funktioniert, weil einfach die Nachfrage um ein Vielfaches größer ist, also nach einer größeren Wohnung, die Nachfrage um ein Vielfaches größer ist, als der Bedarf, sich zu verkleinern. Aber deswegen, ich bin da sehr vorsichtig. Es ist richtig, dass wir alles versuchen, es hat einfach mit bestimmten Rahmenbedingungen zu tun, dass es nicht ganz so einfach ist. Und ein Aspekt, der ist mir auch persönlich wichtig, das wissen wir aus Befragungen, dass ältere Mieterinnen und Mieter sich bei der Debatte manchmal auch unter Druck gesetzt fühlen, weil sie ein schlechtes Gewissen haben, sozusagen in ihren großen Wohnungen, zu großen in Anführungszeichen, zu leben und da vielleicht Platz wegnehmen. Also wir müssen auch ein Stück weit ein bisschen Respekt haben vor dem Lebensraum, wo Menschen einfach auch Erinnerungen dran haben. Aber grundsätzlich richtig, wir müssen viel mehr darüber reden, wie kann es gut gelingen, unter Berücksichtigung der ganzen genannten Aspekte eben auch diesen Wohnungstausch und das bedarfsgerechtere Wohnen voranzubringen. Frau Metz, Respekt vor der Vier-Zimmer-Wohnung auch im Alter oder müssen wir da ran? Nein, ich glaube, wenn man jetzt, sag ich mal, den Leuten die Wohnungen unter dem Hintern wegreißt, damit das wird man einfach nicht durchsetzen können und sollte man wahrscheinlich auch nicht, aus genau den genannten Gründen. Wenn Dinge getan werden, dann braucht es eine Akzeptanz und da gäbe es einfach keine Akzeptanz an der Stelle. Ich glaube trotzdem, dass es Konzepte braucht, die anreizen, sich tatsächlich zu verkleinern.
es wurde erklärt, in Berlin hat es nicht gut funktioniert. Was ist Voraussetzung dafür, dass man eben, sag ich mal, eine gewisse Anzahl an Wohnungen auch in einer Hand hat, wo dann entsprechend ein Tausch möglich ist? Man kann ja jetzt auch nicht erwarten, dass jemand, der im Alter sagt, jetzt wohne ich am Prenzlauer Berg und soll plötzlich nach Schöneberg ziehen. Das ist, das geht nicht. Also die Menschen wollen in ihrem Umfeld bleiben. Und insofern muss man daran gehen, dass eben möglicherweise mehr kommunaler Wohnraum da ist, also in kommunaler Hand. So funktioniert das zum Beispiel natürlich in Wien. Das kann man immer schwer vergleichen, weil dort natürlich ganz andere Strukturen sind und man eben nicht diesen Ausverkauf gemacht hat in den 90ern wie in Deutschland, wo eben der staatliche Wohnungsbestand einfach veräußert wurde, um Haushalte zu sanieren. Da müsste man wieder hinkommen, um sozusagen mehr Wohnraum in öffentlicher Hand zu haben. Dann funktionieren auch solche Konzepte. Was der erste Teil der Frage ja war, dass man eben Bestand, Leerstand besser nutzt. Und davon gibt es natürlich auch in Berlin viel. Nicht unbedingt leerstehende Wohnungen, die gibt es auch. Aber es gibt natürlich auch viele Gebäude wie Bürogebäude oder ungenutzte versiegelte Flächen mit Gebäuden drauf, die verwendet werden könnten, um Wohnraum draus zu machen. Und ich glaube, das muss viel stärker genutzt werden. Die Bauministerin hatte das ja in verschiedenen Interviews auch schon gesagt, diese neuen Wohnungen oder dieser Neubau ist nicht zwingendermaßen alles wirklich Neubau auf der grünen Wiese, sondern das werden möglicherweise auch Wohnungen sein, die in bestehenden Gebäuden dann sein können, wie eben in alten, sie hatte ein Beispiel genannt aus Hamburg, wo irgendwie ein Parkhaus umgebaut wird, Wohnungen, also Best Case für jemanden von Umwelthilfe. Das sind natürlich genau diese Konzepte, auf die man dann jetzt stärker fokussieren muss und nicht nur sagen muss, jetzt bauen wir irgendwie neue Wohnungen, die muss es sicherlich auch irgendwie geben, aber da wirklich zu schauen, auch versiegelte Flächen zu nutzen. Herr Bohler, wie groß ist das Potenzial Ihrer Meinung nach, Wohnraum, alte Fabrikgebäude zu Wohnungen? Ja, das hängt natürlich regional davon ab, was da vorhanden ist. Aber ich glaube schon, dass uns die letzten zwei Jahre Pandemie ja mit dem ganzen Homeoffice ja vielen Firmen schon vor Augen geführt hat, dass sie nicht für jeden zwangsläufig in Zukunft einen Arbeitsplatz vorhalten müssen. Die EU-Kommission plant ja, so habe ich das zumindest aus Brüssel gehört, auf 40% ihrer Büroflächen in Zukunft zu verzichten, indem sie zum Beispiel ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich weiß nicht wie viel, aber ich glaube mindestens 2 oder 3 Tage die Woche ins Homeoffice schickt. Die scheinen da also sehr großzügig unterwegs zu sein. Und auch in Deutschland machen das natürlich auch viele Firmen. Also von daher kann ich mir schon vorstellen, dass die ein oder andere Büroimmobilie, die jetzt vielleicht auch in den letzten Jahren gebaut worden ist oder jetzt auch während Corona-Zeiten fertig geworden ist, eben nicht so belegt sein wird, wie man das gedacht hat, vielleicht noch 2019. Und dass da natürlich dann gegebenenfalls auch Wohnungen draus gemacht werden können, das liegt ja vollkommen auf der Hand. Wie groß auch immer das Potenzial ist, das wäre, glaube ich, durchaus interessant, weil das ganze Wohnungsthema ja jetzt aus Wirtschaftssicht, ja, dass die Leute eine vernünftige Wohnung zu einem anständigen Preis ja finden, aus Wirtschaftssicht ja gerade unter Fachkräfteaspekten ja extrem wichtig ist. Ich meine, ich kann ja in einer noch so attraktiven Stadt wie Berlin vorhaben, hier eine wunderbare Firma aufzumachen, aber wenn die Leute das sich nicht mehr leisten können, hier zu wohnen, dann habe ich am Ende eben auch nichts gewonnen. Also deswegen ist die Wohnungsfrage durchaus auch aus Wirtschaftssicht eine ganz entscheidende. Herr Bartel, möchten Sie zu dem Thema Wohnraumverkleinern noch was hinzufügen oder ist das im Grunde beantwortet? Naja, es ist ja schon fast beantwortet worden. Ich finde halt, wir müssen mit solchen Themen extrem vorsichtig sein. Also es ist jetzt auch schon von allen adressiert worden, wie vorsichtig man da sein muss. Ich glaube halt, dass es auch viel mit sozialer Mobilität zu tun hat. Wir wissen aus verschiedensten Untersuchungen, dass gerade Familien es unglaublich schwierig haben, adäquaten Wohnraum auch jetzt schon zu bekommen, jetzt mal nicht nur den Preis, sondern sozusagen auch die Größe, versuchen Sie mal 5-Zimmer-Wohnung in Berlin zu bekommen oder so. Das ist alles jetzt schon nicht ganz einfach. Also ich finde, diese Debatte sollten wir gar nicht erst anfangen, sondern wir müssen gucken, dass da, wo es möglich ist, da, wo Menschen große Bestände haben, Wohnungsbauunternehmen, kommunale Wohnungsbauunternehmen, die bieten das ja heute auch schon an, solche Tauschbörsen, dass man sich eben nicht verschlechtert und dann noch eine verkleinerte Wohnung dabei hat als Belohnung, das ist natürlich hoch unattraktiv. Wir haben auch noch übrigens andere Themen, über die wir heute nicht geredet haben. Ich sage nur ein Stichwort, Barrierefreiheit. Auch dieses Thema ist ein Top-Thema für den Bestand und auch dem müssen wir uns ja weiterhin annehmen.
Und ich glaube, wenn man dieses Feld aufmacht, das ist ja das große Problem. Es ist ja so, dass wir in Deutschland auch sehr viel Leerstand haben, aber der Leerstand ist halt dort, wo wir ihn im Moment nicht brauchen. Und da haben wir dann auch solche Themen wie Mobilität, wie besserer ÖPNV, bessere Anbindung, Reaktivierung von Dörfern, die soziale Infrastruktur, die in den letzten Jahrzehnten kaputt gegangen ist. Ich sage mal, wenn der letzte Bäcker weg ist im Ort, dann passiert auch nicht mehr viel. Oder die Schulen, die Grundschulen, die geschlossen sind wegen demografischen Entwicklung. Wenn man da sozusagen auch stärker den Schwerpunkt wieder drauf legt, dann kann man auch dort ein wenig vom Druck nehmen auf die urbanen Räume. Aber das geht eben nicht mit Zwang, sondern das geht nur, indem sozusagen die urbanen Räume auch sehr eng zusammenarbeiten. Deswegen machen wir zum Beispiel auch so was wie die Holzbaustrategie nicht alleine, sondern wir machen das natürlich mit dem Landwirtschaftsministerium zusammen. Und weil ich es gerade ja auch gesagt habe, wahrscheinlich gegen Ende des Jahres haben wir die auch auf dem Tisch. Vielen Dank. Dann hätten wir jetzt eine Frage aus dem Publikum. Und zwar freue ich mich auf Frau Nelke Wagner. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die spannende Diskussion bis hierhin. Ich wechsle jetzt ein bisschen das Thema, und zwar meine Frage geht zum Thema fossile Heizsysteme. Das ist ja auch jetzt irgendwie eine zentrale Sache für Klimaschutz in Gebäuden. Und da würde mich interessieren, erstens, weil Herr Bulley vorhin von Planungssicherheit sprach, inwieweit es nicht für Sie auch wichtig wäre, da einen konkreten Ausstiegspfad zu haben, möglichst bald, wo man halt weiß, wann wird sozusagen welche Heizung nicht mehr gefördert, nicht mehr eingebaut, vielleicht auch eben nicht mehr beliefert mit Öl oder Gas, und wie kommt man sozusagen aus dem fossilen Heizsystem mittelfristig raus? Und entsprechend dann halt auch die Frage an Herrn Barthol, inwieweit sowas auch schon diskutiert wird bei Ihnen im Ministerium. Ja, vielen Dank. Das leitet dann auch gleich schon über in unseren zweiten Bestandsblock. Aber vielleicht erstmal die Frage an Herrn Bulley. An Sie ist sie zuerst gegangen. Hätten Sie gerne ein konkretes Ausstiegsdatum für die Gas- und Ölheizung? Naja, also man muss bei der Debatte, man kann ja immer ein konkretes Ausstiegsdatum setzen, aber das Ausstiegsdatum muss dann auch realistisch sein, dass dann entsprechende Alternativen zur Verfügung stehen, weil sonst verfügt der Staat irgendwas und dann stehen die Unternehmer mit dem Regen da. Ne? Das darf man ja hier bei der Debatte, wir haben uns jetzt ja weitgehend um Wohngebäude gedreht, aber letzten Endes für die ganzen Nicht-Wohngebäude gilt es ja analog. Am Ende. Ne? Die brauchen ja, wenn sie ein Bürogebäude haben, brauchen sie eben auch eine Heizung, und die muss dann ja bis 2045 auch in irgendeiner Form klimaneutral vonstatten gehen, beziehungsweise eine Kühlung oder eine Beleuchtung oder auch ein Lüftungssystem. Das gilt im Übrigen auch für viele Industriehallen. Auch da brauchen sie das. Ne? Und an vielen Stellen sehe ich jetzt eben nicht, dass Stand heute überall Alternativen da sind. Und solange ich die Alternativen nicht habe, dann tut man sich natürlich schwer zu sagen, aber bis 2000 so und so gibt es dann dieses nicht mehr und 2000 dann gibt es jenes nicht mehr. Das ist das Problem. Man sollte immer erst Alternativen schaffen, bevor man über Ausstiege nachdenkt. Das hatten wir übrigens nur als Beispiel damals auch immer bei den ganzen Diskussionen rund um das Aus für die Kohleverstromung, also bei der Kohlekommission, wo ich auch als Sherpa mit dabei war, hatten wir das auch immer gesagt, ja, das ist ja schön, dass wir uns jetzt darüber unterhalten, wann wir denn die Kohlekraftwerke abschalten können. Vielleicht sollten wir uns aber erstmal darüber unterhalten, wie wir es denn schaffen, erneuerbare Energien schneller auszubauen, die dann eben diese Kohlekraftwerke ja auch ersetzen müssen. Und die Debatte hier erinnert mich dann schon auch dran, weil wenn wir sagen, 65% erneuerbaren Anteil im Jahr 2024, das betrifft jetzt zwar erstmal nur die Neubauten, ja, ist klar, aber auch da stelle ich mir natürlich die Frage, ich kann jetzt ja anfangen, wenn ich mir ein neues Haus baue, zu sagen, okay, ich mache noch irgendwie einen Gaskessel rein und dafür pflastere ich mir dann aber oben das Dach voll mit Solarthermie und komme dann eben auf die 65%. Ja, das können Sie jetzt ja machen, aber dann steht dann diese Dachfläche auch nicht mehr für den Photovoltaikausbau zur Verfügung. Da wollen wir ja 22 Gigawatt im Jahr dann wieder zubauen. Ja, dann haben wir an der Stelle wieder zumindest Potenziale ja weggenommen. Also das muss man dann schon auch in der Gesamtstrategie sehen. Und deswegen halte ich zumindest Stand heute wenig von ganz konkreten Enddaten. Völlig klar, in der Wirtschaft gibt es auch andere Stimmen dazu. Natürlich gibt es Unternehmen, die auch sagen,
finde ich ganz prima. Wenn wir bis dann und dann ein konkretes Enddatum haben, sehen wir jetzt ja zum Beispiel auch bei den Flottengrenzwerten im Automobilbereich, wo ja die Entscheidung im EU-Parlament ja von manchen Autobauern ja auch begrüßt worden ist und von anderen nicht. Ja, bevor ich Herrn Bartel frage, ob es Ausstiegsgedankenspiele gibt mit festen Terminen, erstmal Frau Metz ganz kurz, haben wir wirklich noch keine Alternativen im Wärmebereich mit Wärmepumpen, Geothermie, Solarthermie und so weiter? Klar, haben wir Alternativen. Also für den Neubau, sage ich mal, ist es kein Problem. Da glaube ich, würde mir jetzt auch keiner widersprechen. Da brauchen Sie keine fossilen Heizungen mehr im Neubau. Bei dem Bestand ist es so, dass Sie natürlich nicht überall Wärmepumpen einbauen können und es braucht sicherlich auch Quartierslösungen. Aber der Punkt ist ja, und das kennen wir, wenn wir zurückblicken in die letzten Jahrzehnte, wenn ich keinen Druck mache, dass man aussteigen muss, aus irgendwelchen Gründen, dann wird das auch nicht passieren und dann werden die Alternativen auch nicht da sein. Wenn ich der Automobilindustrie sage, macht so weiter wie bisher, dann werden die, bis die Welt untergegangen ist, eben große, fette, dicke Autos verkaufen, weil das eben Profit bringt. Insofern würde auch die Gasindustrie natürlich weiterhin Gasinfrastruktur ausbauen, solange sie das irgendwie können und es keine Ausstiegspfade gibt, solange sie das dürfen und damit Geld verdienen können. Das heißt, wenn sie dann Fixpunkte setzen, wo planbar klar ist, da müssen wir aussteigen, dann kriegen Sie es vielleicht auch hin, dass Wärmenetze ausgebaut und ausgerollt werden, die natürlich notwendig sind, dass Fernwärme grün gestaltet wird, was sie im Übrigen nicht ist. Das muss man auch immer noch mal klar sagen. Im Durchschnitt sind 18% der Fernwärme ist erneuerbar im Moment. Da ist noch richtig viel Luft nach oben. Das ist nicht automatisch grüne Wärme. Da muss natürlich noch viel passieren und ich kann den Bestand sicherlich nicht von heute auf morgen alles lösen, aber dann in die Zukunft gerichtet, in ein paar Jahren, deutlich zu machen, bis dahin, da müsst ihr euch dann was überlegt haben, gibt natürlich heute den Push, dass genau diese Dinge passieren, denn wir warten immer noch auf das Bundesprogramm für die effizienten Wärmenetze. Vielleicht weiß Herr Bartol ja was drüber, wann das kommt, denn das brauchen wir natürlich, wenn wir insgesamt in Gebäuden Wärme dekarbonisieren wollen. Ja, Herr Bartol, zwei Fragen. Erstens, gibt es ein Ausstiegsdatum in Ihrem Ministerium? Das wüssten wir gerne. Und zweitens, haben Sie was in der Pipeline über effiziente Wärmenetze? Naja, wir haben ja bei der Ölheizung, ich habe das selber mit Peter Altmaier verhandeln dürfen, da haben wir ja ein Ausstiegsdatum. Da kann man trefflich drüber streiten, ob das nicht ein bisschen spät war. Aber es war, glaube ich, gut, dass wir überhaupt an der Stelle mal ein Ausstiegsdatum genannt haben. Ich glaube schon, dass wir Planungssicherheit und Klarheit auch brauchen. Aber es stimmt, wir müssen die Voraussetzungen schaffen. Ich will hier nochmal sagen, 50% der Leute nehmen Erdgas. Heizöl hat, glaube ich, 25% und Fernwärme sind 14%. So, und dann kommt noch ein bisschen 5% Rest mit Strom und Pellets und was sonst noch so gibt. Und das wollen wir jetzt umstellen. Wir haben jahrelang versucht, die Ölheizung durch eine hocheffiziente Gasheizung zu ersetzen. Jetzt haben wir andere Voraussetzungen. Wir wollen nämlich auch energieautark werden. Das ist ja nochmal was anderes als sozusagen das Thema, was wir hier auch noch besprechen. Das muss man ja sagen, das hilft natürlich dem Thema. Und das sind alles jetzt Herausforderungen, die wir angehen müssen. Und wir haben das 65%-Ziel. Ich sage das hier auch ganz klar, das ist extremst ambitioniert, das zu erreichen, weil dafür braucht es Voraussetzungen. Wir wissen, dass die meisten Menschen ihre Heizung austauschen im Winter bei Volllast, wenn sie kaputt ist. Auch dafür brauchen wir Lösungen. Wir haben jetzt schon die ganze Zeit über Handwerker auch geredet und deswegen brauchen wir Alternativen. Wir werden übrigens auch verstärkt über die Frage Kühlung reden müssen. Also wir reden im Moment immer nur über das Heizen, aber wir haben ja auch noch ganz andere Bedarfe bei dem Thema Gebäudekühlung. Wenn ich mir jetzt die Wetterprognosen der nächsten Tage wieder anschaue und wenn ich das nochmal ein bisschen 10 Jahre nach vorne rechne, Stichwort Klimaanpassung, Resilienz von Städten, dann werden wir uns auch darum kümmern müssen. Und wir müssen vor allen Dingen, und da sind wir gerade dabei, und da sind wir als Ministerium, weil es ja auch viel mit Raumordnung zu tun hat, wir müssen das Thema erneuerbare Energien hochfahren. Wenn wir die erneuerbare Energie, den erneuerbaren Strom nicht haben, dann wird auch die Wärmewende nichts. Und wir müssen gucken, und das ist auch angesprochen, ich kann es auch nur jedem empfehlen, die SPD-Bundestagsfraktion hat eine wunderbare Veranstaltung zur kommunalen Wärmeplanung gemacht, findet man auch auf YouTube, da hat Robert Habeck geredet, ich habe meine Ministerin vertreten. Auch dieses Thema muss nach vorne. Die Kommunen müssen mehr steuern. Wir brauchen Quartierslösungen. Wir müssen uns anschauen, wo ist was sinnvoll. Und gerade das Fernwärmenetz für dicht bebaute Innenstädte muss vorangebracht werden. Und dafür braucht es Förderung. Und es stimmt, es muss natürlich CO2-frei sein. Das macht überhaupt keinen Sinn, ein Fernwärmenetz sozusagen in alter Prägung, sondern auch das muss CO2-frei gestaltet werden. Und dafür brauchen wir Fördersystematiken. Da sind wir gerade dabei.
das kommt, das Formel, das wissen Sie, das wird alles kommen, weil es hängt alles zusammen. Wir werden das sonst überhaupt nicht unsere Ziele erreichen, wenn wir da nicht eine kluge Fördersystematik auch aufbauen. Wir brauchen diese kommunale Wärmeplanung. Wir müssen auch gucken, dass wir eben am Ende nicht immer jedes Gebäude bis zum absolut äußersten Maximum ausreizen, sondern dass wir sozusagen in der Gesamtheit unsere Ziele erreichen. Und dafür ist diese kommunale Wärmeplanung sehr wichtig. Aber nochmal, ich habe ja die Zahlen vorgelesen. Das ist schon ein großes Brett, was wir bohren gerade. Aber das werden wir hinkriegen. Vielen Dank. Wir haben noch eine Frage aus dem Publikum, und zwar von Herrn Ralf Böcker, der eine Frage zu Wärmespeichern stellen möchte. Ja, können Sie mich hören? Die GroKo-Vorgängerregierung hat ja noch ein Förderprogramm für Wärmenetze 4.0 aufgelegt. Das sind im Wesentlichen klassische Fernwärmenetze, die allerdings mit etwas geringeren Temperaturen betrieben werden. Und ich sehe zurzeit mit einigem Schrecken, dass unsere Stadtwerke hier jetzt massiv ihr altes Fernwärmenetz ausbauen. Das ist immer noch Basis 80 bis 85 Grad Celsius über den ganzen Sommer hinweg, mit gigantischen Stillstandsverlusten, die über den Sommer einfach erzielt werden, weil permanent diese heiße Temperatur gefahren wird. Und der Trend der aktuellen Technologie geht eigentlich in Richtung Wärmenetze 5.0. Das sind die sogenannten kalten Wärmenetze, die pro Gebäude eine Wärmepumpe einsetzen und über das Wärmenetz dann zwischen 10 und 20 Grad kaltes Sohle oder Rheinwasser verteilen. Und das sind üblicherweise dann eher kleinräumige Nahwärmenetze. Und die haben den großen Vorteil, dass sie das Thema Kühlung mit adressieren können. Insbesondere dann, wenn sie an einen Erdwärmesaisonalspeicher oder an Grundwassererschließungen angekoppelt sind, die es ermöglichen, eben im Sommer Wärme aus den Gebäuden durch sehr effiziente passive Kühlung in diesen Saisonalwärmespeicher einzuführen und ihn dort auch für den Winter als Wärmereserve zur Verfügung zu stellen. Meine Frage geht dahin, wie planen Sie einerseits diese aus meiner Sicht fehlgeleitete Förderung für Wärmenetze 4.0 zurückzufahren und auf der anderen Seite sowohl die kalten Nahwärmenetze zu fördern, als auch die Saisonalspeicher, die dafür erforderlich sind. Dankeschön. Sie haben gesagt, Ihr Stadtwerk baut dieses Wärmenetz 4.0 aus. Welches Stadtwerk ist das, wenn ich fragen darf? Das sind hier die Stadtwerke Göttingen. Und die stehen aber stellvertretend, denke ich, für viele, viele andere, die dem Illusion irgendwo erliegen, dass Fernwärme a priori grüne oder nachhaltig wäre. Tatsächlich ist es so, dass nur die sommerliche Grundlast im Grunde durch nachhaltige Quellen gedeckt ist und zur Übergangslast. Aber etwa die Hälfte der Gesamtjahreswärmemenge kommt aus Verbrennung von Erdgas- und Erdölreserven, um die Spitzenlasten bzw. die Hoch- bis Spitzenlasten abzudecken. Und das ist aus meiner Sicht insgesamt ein Irrweg, weil diese Hochtemperaturfernwärme noch immer auf maßgeblich auf Verbrennung basiert. Und die funktioniert in der Regel nur fossil, weil es überhaupt nicht genug nachhaltig produzierten Brennstoff geben kann. Dankeschön. Ja, vielen Dank für diese Frage, die jetzt sehr fachspezifisch ist. Insofern bin ich nicht sicher, Herr Bartol, Frau Metz, Sie hatten sich gemeldet, richtig? Ich kann kurz noch vielleicht was Grundsätzliches dazu sagen. Also diese ganze Diskussion bezogen auf die Dekarbonisierung von Wärme und was ist eigentlich welches Wärmenetz und wo macht sozusagen welche Technologie Sinn, das kann man nicht pauschal sagen, denn je nachdem, wo ich mich befinde, gibt es möglicherweise auch viele Reststoffe, die biomassemäßig verheizt werden können oder auch Holz. Was aber nicht sinnvoll wäre, ist, was ja auch passiert, in Hamburg gibt es ein Biomassekraftwerk, wo ich aus Namibia Holz herbeischiffe, um das da zu verbrennen. Total absurd. Das heißt, oder ich habe eine industrielle Abwärme, die ich dann mit nutzen kann. Wenn wir über Wärmenetze sprechen, glaube ich, ist es notwendig, dass diese Debatte sich sehr stark differenziert. Worüber reden wir da eigentlich und was brauchen wir dann, je nachdem, welche Gegebenheiten vor Ort eben dann auch mit da sind. Was bedeutet Fernwärme tatsächlich? Also pauschal gesagt ist das, was ich vorhin gesagt habe, 18% im Durchschnitt sind erneuerbar im Fernwärmenetz. Das gilt aber nicht für jedes Fernwärmenetz. Da müssen Sie dann ganz konkret gucken, wo kriegen Sie denn eigentlich Ihre Fernwärme her?
Das heißt, auch die Fördersystematik, die im Moment bestimmte den Netzausbau fördert oder bestimmte Technologien fördert, wie die KWK-Technologie, das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Also wir brauchen da eine ausdifferenzierte Fördersystematik, die darauf schaut, was braucht es eigentlich vor Ort. Und da hilft natürlich dann auch wieder die kommunale Wärmeplanung, die solche Dinge natürlich auch identifizieren kann und dann ausgeben kann, dieses und jenes sind die Gegebenheiten vor Ort. Das müssen wir hier auch versorgen. Hier haben wir keine Möglichkeit, individuelle Lösungen zu schaffen. Und dann muss man darauf reagieren. Das ist eine total komplexe Debatte, denke ich, die viel Expertenwissen auch geführt werden muss. Ist wahrscheinlich auch schwierig, in so einer Diskussion da wirklich in die Detailtiefe zu gehen. Aber was aus dieser Frage, was man deutlich ablesen kann, ist, na klar, wir brauchen pauschale Ansätze, werden uns da nicht weiterbringen. Wir brauchen einen differenzierten Blick auf Netze, auf Wärmenetze und wie sie ausgestaltet sein müssen. Ja, Herr Bartol, da muss ich mal ganz blöd fragen, inwieweit können Sie denn jetzt in der Bundesregierung vom Bund her Einfluss auf diese kommunale Wärmeplanung nehmen oder auf den Ausbau oder was da spezielle Stadtwerke dann ausbauen? Können Sie so in die Fläche mit Ihrer Förderpolitik gehen oder sind Sie da zu weit weg? Nein, da sind wir nicht so weit weg. Also ich glaube, es braucht erstmal klare Vorgaben, wie kommunale Wärmeplanung aussieht. Da hat Robert Habeck auch gesagt, dass er das jetzt sehr intensiv mit den Kommunen, auch den kommunalen Spitzenverbänden, das kann man ja nicht einfach über deren Köpfe hinweg machen, sondern das muss man mit denen zusammen machen. Das hat ja auch viel mit Investitionen zu tun. Auch die Frage Einzeleigentümer versus kommunale Möglichkeiten, das werden wir machen und diskutieren. Und da wird es auch was geben, das wird er auch vorlegen. Das hat er ja bei unserer Veranstaltung nochmal sehr klar gesagt. Und es hat natürlich was mit Fördersystematiken zu tun. Also wir haben es ja in vielen Bereichen, dass der Bund eigentlich nicht direkt den Einfluss hat, aber natürlich durch seine Fördersystematik oder aber auch durch Preisanreize, Stichwort CO2-Preis, also auch Fernwärmenetze unterliegen ja Marktgegebenheiten. Und natürlich ist es so, dass am Ende es schon eine Rolle spielt, ob ich ein hoch CO2-belastetes Fernwärmenetz habe oder ob ich eins habe, wo ich am Ende CO2-frei bin. Und ich glaube, da ist viel Forschung, viel Innovation. Also es war ja gerade extrem fachlich und fand ich auch war beeindruckend. Ich gehe mal davon aus, dass sowas natürlich alles in der neuen Fördersystematik, die aus dem Klimaministerium dann ja auch kommt, am Ende auch abgebildet ist. Weil wir brauchen da auch Innovation und wir brauchen auch was Kleinräumiges. Du wirst nicht immer die ganze Stadt anschließen, sondern das hat Frau Metz ja auch zu Recht gesagt. Wir müssen auf die Quartiere schauen. Also alles, was außerhalb von dicht bebauten ist, da ist ja die Wärmepumpe funktioniert. Also es gibt hier Lösungen, das stimmt ja auch. Und wir müssen halt gucken, dass wir da, wo es eben nicht geht, jetzt auch Lösungen finden, weil wir brauchen ja den Bestand und wir müssen den Bestand auch vor allen Dingen CO2-frei kriegen. Und da, das hören einige nicht so gerne, brauchen wir im Zweifel auch einen Quartiersansatz. Es gibt welche, die wollen gerne mal über einen Flottenansatz auch reden. Das hört Frau Metz nicht so gerne und andere. Aber ich finde, wir müssen das miteinander ausdiskutieren, weil am Ende müssen wir die Ziele erreichen. Es geht ja nicht darum, irgendwas wegzudrücken oder in andere Sektoren reinzuschieben. Das macht keinen Sinn. Am Ende müssen alle gemeinsam, alle Sektoren dieses Ziel erreichen. Da gibt es tolle Ansätze auch von großen Wohnungsbaugesellschaften, auch Kommunen. Und ich finde, da müssen wir unterstützen. Und am Ende, und das ist dann das Stichwort Technologieoffenheit, und jetzt bringe ich nochmal so ein richtiges Buzzword rein, mal gucken, wie sich das mit dem grünen Wasserstoff alles auch noch entwickelt. Der Wasserstoff. Sie haben das Stichwort gerade gesagt, Bestand. Dann gehen wir mal dahin. Wir haben auch eine passende Frage noch aus dem Publikum dazu, die sehr schön überleitet. Und die richtet sich, denke ich, obwohl hier das Bauministerium adressiert ist, vielleicht auch zunächst an Frau Metz. Und zwar, wie könnte man denn diejenigen Gebäude identifizieren, fragt Frau Katharina Grassoff, die man zuerst sanieren müsste im Bestand. Und was glauben Sie, wie schnell das gehen kann? Und da sage ich jetzt was Herr Barthol auch schon weiß und ich ihm schon ganz oft gesagt habe, trotzdem steht es noch nicht im Gesetz. Und zwar brauchen wir für alle Gebäude den Energiebedarfsausweis, sowohl für die privaten als auch für die öffentlichen und die gewerblich-öffentlichen Gebäude. Erst wenn wir den für alle Gebäude haben und das wird im GEG geregelt und aktuell steht es eben nicht drin. Und keine Ahnung, das kann ja sein, dass Sie das alles irgendwann machen. Die Frage ist ja so ein bisschen, wann eigentlich? Denn das ist eine Voraussetzung für eben die Mindesteffizienzstandards, die schlechtesten Gebäude zuerst zu sanieren. Dafür brauche ich ein rechtssicheres Instrument. Das wäre der Energiebedarfsausweis. Ein anderes haben Sie nicht.
Und der muss natürlich entsprechend auch nochmal angepasst werden, damit man, sage ich mal, da auch die Varianz dessen, was so ein Ausweis dann aussagt, so ein Stück weit mit eingrenzt, um dann wirklich eine Richtgröße zu haben. Und das muss im Gebäudeenergiegesetz geregelt werden. Wenn Sie diesen haben, dann können Sie natürlich sagen, das sind die schlechtesten Gebäude, die bitte zuerst sanieren. Denn nur der Energiebedarfsausweis gibt Ihnen darüber Auskunft. In Deutschland gibt es auch den Energieverbrauchsausweis, der gibt Ihnen darüber keine Auskunft. Also Beispiel, ein Bürogebäude, der Verbrauchsausweis identifiziert die letzten 3 Jahre. Was wurde da eigentlich verbraucht in dem Gebäude? Jetzt hatten wir Corona, da war fast niemand drin in dem Gebäude. Entsprechend haben Sie einen super guten Energieverbrauchsausweis. Der sagt Ihnen aber nichts darüber, ob dieses Gebäude eine besonders effiziente Hülle hat, besonders gut gedämmt ist, gute Fenster drin hat und ähnliche Dinge. Das heißt, man braucht diesen Energiebedarfsausweis, der eben die gesamte Effizienz eines Gebäudes betrachtet und dann darüber Auskunft geben kann, in welcher Effizienzklasse befindet sich das Gebäude. Dann können Sie ganz gezielt natürlich auch sanieren bzw. ordnungsrechtliche Vorgaben daran knüpfen, indem Sie EigentümerInnen, egal ob es private oder öffentliche Gebäude sind, ankündigen, bis zum Tag XY müssen die schlechtesten Effizienzklassen, G und H beispielsweise, saniert sein. Wenn Sie damit früh anfangen, das wäre noch das Ziel, kriegen Sie richtig viel Förderung dafür. Wenn Sie sich lange Zeit lassen, läuft das eben sukzessive mit aus. Damit hätten Sie eine Situation, wo Sie sowohl also einfordern, dass saniert wird, auf der anderen Seite aber das natürlich fördern, um soziale Härten auszugleichen, denn nicht jeder EigentümerIn hat automatisch natürlich, ist von goldenen Löffeln, sondern hat vielleicht auch nicht unbedingt diese Hunderttausende auf der hohen Kante, um zu sanieren. Hier brauchen wir praktisch eine Systematik, die beides adressiert. Und das geht um die Energieverbrauchsausweise. Bevor wir, Frau Weber-Moritz, zu den sozialen Härten kommen, ganz kurz, Herr Bartol, wann kommt dieser Energiebedarfsausweis? Naja, da sind wir jetzt gerade in der Diskussion, weil wir das ja europaweit machen wollen. Und wir haben das ja im Fit for 55-Paket auch drin. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir da einheitliche Standards haben. Es macht überhaupt keinen Sinn, wenn einzelne Länder irgendwas tun. Wir haben uns das vorgenommen in Europa. Wir haben da eine klare Vorgabe. Das muss auch europaweit funktionieren. Das wird kommen. Wir werden das auch machen. Das haben wir auch sehr klar kommuniziert. Also es gibt ja immer welche, die sagen, wir wollen gar nicht an die schlechtesten Gebäude ran. Nein, das wollen wir. Wie wir das machen, ob es am Ende Sanierungszwänge gibt, das ist ja immer dieses nette Wort Ordnungsrecht. Ordnungsrecht hört sich immer ganz charmant an, bedeutet natürlich am Ende dann auch Zwang. Ob wir das machen, ob wir da eher eine kluge Fördersystematik hinterlegen, die auch am besten noch so ausgestaltet ist, dass sie sozusagen die Schnellen belohnt. Das wird ja alles jetzt diskutiert, das wird ja auch kommen, dafür wird die Förderung auch eine Antwort geben. Also das ist auch auf dem Weg. Aber wann es jetzt sozusagen genau kommt, das kann ich natürlich bei so europarechtlichen Sachen jetzt auch nicht auf die Minute festlegen. Frau Weber-Moritz, wenn ich an die schlechtesten Gebäude herangehe, dann treffe ich ja, glaube ich, laut Statistik vor allen Dingen die ärmsten Mieter. Wie kann man das abmildern? Das stimmt, das ist in der Tendenz so, aber trotzdem wäre es mir wichtig, dass wir jetzt nicht den Eindruck gewinnen, dass sozusagen die Sanierungswelle jetzt nur die Einkommensschwächsten trifft. Die trifft es natürlich dann besonders stark, aber wir sind, ich muss einfach nochmal auf die Wohnkostenbelastung zurückkommen. Wir sind ja schon bundesweit bei 30% im Durchschnitt, die das Wohnen sozusagen anteilig am Haushaltsnettoeinkommen ausmacht. Und wenn man sich dann die größten deutschen Großstädte anschaut, dann sind es schon ein Fünftel der Haushalte, die mehr als 40% ausgeben fürs Wohnen. Und dann jetzt wirklich diejenigen, die am wenigsten Geld haben, also mit einem Einkommen deutlich unter 2.000 Euro im Monat, da haben wir schon 50% des Geldes, was nur fürs Wohnen ausgegeben wird. Also ich glaube, dass wir auch in der Mitte der Gesellschaft Entlastung brauchen oder Maßnahmen brauchen, die sozusagen die Maßnahmen, die wir jetzt wie auch immer diskutieren, dass das sozusagen ausreichend abgefedert wird. Also ich würde ganz gerne nochmal auf sozusagen aus Mieterbundssicht die Situation nochmal ganz kurz darstellen. Also wir wissen ja, wir sind alle im Thema, aber vielleicht auch nochmal für den einen oder anderen, der jetzt zuhört. Also wir haben einfach einen ganz hohen Anteil an Gebäuden, die ganz alt sind. Also über 70% der Gebäude sind deutlich älter als das Baujahr 1978. Dann haben wir einen riesengroßen Anteil an Öl- und Gasheizung, also 3/4, die einfach
natürlich fossil betrieben werden und deswegen ausgetauscht werden müssen. Und wenn man einfach mal guckt, wir haben bundesweit rund 43 Millionen Wohnungen. Von diesen Wohnungen wird eben dieser Großteil mit Gas, mit Heizöl oder mit Fernwärme, die, wie wir ja gehört haben, nicht überwiegend aus Erneuerbaren bestückt wird, beheizt. Also im Grunde ist es so, dass fast alle, also deutlich über 90% der Mieterinnen und Mieter im Moment erstmal von diesen Preissteigerungen betroffen sind, weil sie eben mit fossilen Heizungen heizen und das bezahlen müssen, aber vor allen Dingen dann auch von dem Austausch der Heizung betroffen sind. Und ich will auf einen Punkt hinaus, wenn wir das alles angehen, das müssen wir angehen, dann müssen wir vor allen Dingen gucken, wie können wir, nicht nur, wie können wir es sozial abfedern, sondern aus unserer Sicht muss man auch ans Mietrecht ran. Also uns geht es da so ein bisschen so wie der DOH. Wir predigen schon ganz, ganz lange, dass die Modernisierungsumlage abgeschafft gehört, aber es ist leider noch nicht im Gesetz. Ich versuche es jetzt auch nochmal an der Stelle. Das ist eben diese Modernisierungsumlage, die ist der absolute Preistreiber, was Sanierung angeht. Sie wurde zwar vor einigen Jahren abgesenkt von 11% auf 8%, aber immer noch können diese 8% der Modernisierungskosten, also die Investitionen, die der Vermieter leistet, umgelegt werden auf die Mieterinnen und Mieter, und zwar dauerhaft, also nicht nur so lange, bis diese Investition sich mal amortisiert hat, sondern der Mieter, die Mieterin zahlt eben dauerhaft diese 8% zusätzlich. Das heißt, im schlimmsten Fall, die Heizung wird ausgetauscht, es wird energetisch saniert, die Energiekosten werden eingespart, die Miete ist trotzdem teurer, weil einfach nach unseren Erfahrungen sie nach Sanierung um 20-30% im Durchschnitt steigt. Also wir brauchen kluge Konzepte. Es gibt auch Ideen im Koalitionsvertrag einer Teilwarmmiete. Da müssen wir uns natürlich drüber unterhalten im Detail, wie kann man das wirklich gut umsetzen. Gibt es ein paar, wie will man es am besten ausdrücken, also ja, Fußfesseln oder wie auch immer. Also es gibt in den Vorschlägen so ein paar Dinge, wo ich meine Bedenken habe, aber nichtsdestotrotz, wir brauchen wirklich kluge Konzepte, um eben diese energetischen Sanierungen nicht nur für die Ärmsten, sondern generell abzufedern oder so umzusetzen, dass sie am Ende nicht zu einer deutlichen Mietpreissteigerung führen. Das Stichwort Akzeptanz ist schon gefallen. Wir müssen auch sehen, dass die Mieterinnen und Mieter eben mitgenommen werden bei der Energiewende, bei der Wärmewende. Und das geht nur, wenn sie nicht Angst haben müssen, dass eben die Miete steigt, sobald die Modernisierungsankündigung im Briefkasten liegt. Also da gibt es gute Konzepte. Wir plädieren ja schon lange dafür, das sogenannte Drittelmodell umzusetzen, also warmmietneutrale Sanierung, sodass die Investition am Ende ausgeglichen werden kann mit den eingesparten Energiekosten. Das wäre ideal. In der Realität klappt das nicht so oft, eher selten. Und da wäre sozusagen der Staat gefragt, das sozusagen von dritter Stelle wieder auszugleichen. Also da gibt es Ideen, ob die Teilwarmmiete das sein kann, wird gerade diskutiert, aber es geht in die richtige Richtung. Wir müssen einfach Mittel und Wege finden, das sozialverträglich umzusetzen. Herr Bohley, wenn Sie das hören, Sie sprechen, oder ich verhafte Sie jetzt einfach mal auch für die Wohnungswirtschaft und für die Bauwirtschaft, wenn Sie das hören, Modernisierungsumlage weg, wird dann noch weiter modernisiert oder stellen Sie dann das Arbeiten ein? Nein, es stellt natürlich niemand sofort das Arbeiten ein. Aber natürlich stellt sich die Frage, wie lange macht es Spaß, auch in dem Markt dann entsprechend unterwegs zu sein? Das ist natürlich klar. Also ich verstehe das voll und ganz, was Frau Weber-Moritz gesagt hat. Ich habe hier selber auch in Berlin natürlich mal nach Wohnungen geguckt und dann wird es einem schon ein bisschen anders. Und ich gehöre jetzt nur nicht zu den sozial Prekären hier in der Stadt. Das ist mir völlig klar. Aber natürlich muss man gucken, dass man das Kind nicht mit dem Bade ausschüttet, weil wir brauchen ja auch die Investitionen eben entsprechend von der Wohnungswirtschaft, um Richtung Klimaneutralität zu kommen. Ich meine, wer soll es denn sonst machen? Klar, staatliche Förderung kann natürlich hier mithelfen, aber letzten Endes muss das Geld ja aus der Wohnungswirtschaft kommen. Und das gilt ja auch für den Neubau von Wohnungen. Auch das muss ja letzten Endes weiterhin auch der Bauwirtschaft Spaß machen, sonst wird halt nicht mehr gebaut. Aber ich habe Frau Weber-Moritz auch nicht so verstanden, dass sie gesagt hat, das hauen wir jetzt alles weg und die sollen das gefälligst alles bezahlen. Na, am Ende braucht man dann, glaube ich, einen Kompromiss, mit dem alle Seiten leben können, mit denen weiter saniert, weiter gebaut wird, aber mit dem dann eben auch die Mieterinnen und Mieter entsprechend leben können. Ich würde gerne einmal noch mal nachfragen,
Stichwort sanieren, was kann die Branche denn überhaupt? Also wenn wir sagen, wir müssen das Sanierungstempo in den 20 Millionen Wohngebäuden sind es, glaube ich, deutlich steigern, um die Klimaziele zu erreichen bis 2030. Was können Sie denn? Wie viel Prozent Sanierung schaffen Sie im Jahr? Es sind ja auch, möchte ich nochmal darauf verweisen, es sind ja auch nicht nur die Wohngebäude, wir sprechen ja durchaus auch über die Nichtwohngebäude, ohne dass ich jetzt die Zahl im Kopf habe, aber das dürfte auch zumindest ein höherer einstelliger Millionenzahl an Nichtwohngebäuden sein, die wir da ja auch noch mit im Spiel haben. Ich werfe hier einfach mal zwei Zahlen in den Raum für Berlin. Also die Kolleginnen und Kollegen von der IHK Berlin haben mal für Berlin berechnen lassen, was es kosten würde, den Berliner Wohnungsbestand und jetzt nur die Wohngebäude, also nicht die Nichtwohngebäude, sondern nur die Wohngebäude klimaneutral zu bekommen. Die kamen auf einen Wert von 91 Milliarden Euro. Das wären, wenn man das umlegt auf die Miete, wären das 3 Euro den Quadratmeter zusätzliche Mietkosten. Ja, dann schlucken natürlich alle. Und jetzt haben wir nur über Berlin und über Wohngebäude gesprochen. Wenn man das jetzt mal auf die Bundesrepublik hochrechnet, dann weiß ich nicht, was da genau rauskommt, weil ich nicht genau weiß, wie hoch der Berliner Anteil ist. Dann hängt ja davon auch davon ab, wie ist denn der Wohnungsbestand dann vor Ort. Aber wir reden hier ja locker über eine Summe von 1 Billion Euro, die aufgebracht werden muss. Also es geht erstmal darum, kann das finanziell überhaupt gestemmt werden? Das ist mal die erste Frage. Also gibt es am Ende genügend Kapital, das auch da reinfließen würde in solche Modernisierungsmaßnahmen? Und dann greift natürlich, den Punkt hatten Sie ja schon angesprochen, Frau Holdinghausen, das, was wir von Anfang an gesagt hatten, das ganze Fachkräftethema. Also mit dem momentanen Bestand an Fachkräften ist eine Verdoppelung der Modernisierung oder der Sanierung ist weit ab von jeglichen Vorstellungen. Das muss man ganz klar sagen. Okay, also nochmal, was können Sie dann? Also verdoppeln können Sie nicht? Was geht? Da bin ich nicht, das kann ich Ihnen nicht beantworten, Frau Holdinghausen. Da bin ich nicht tief genug im Thema drin. Aber es ist völlig klar, es gilt, was ich gesagt habe. Alle Branchen suchen händeringend nach Fachkräften. Also heißt das im Grunde genommen, dass die Klimaziele im Gebäudesektor sind nicht haltbar? Nicht genug Fachkräfte, nicht genug Geld? Sie sind nicht haltbar, wenn es nicht gelingt, möglichst viele Leute dafür sich zu begeistern, sich in dem Bereich ihre berufliche Zukunft zu bauen. Also so auf den Nenner kann man es, glaube ich, bringen, ohne dass ich Ihnen sagen kann, wie viele wir zusätzlich brauchen. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Studien dazu gibt. Im Bereich der erneuerbaren Energien gibt es ja immer irgendwelche Studien, gibt es vielleicht auch in dem Bereich Gebäudesanierung, aber dass wir auf jeden Fall viele tausend Fachkräfte mehr brauchen, als wir aktuell haben, ist völlig klar. Und das bei einem schrumpfenden Fachkräfteangebot insgesamt. Frau Metz, startet die DUH jetzt eine Berufsbegeisterungsinitiative für Wärmepumpeninstallateure? Nee, ich glaube auch nicht, dass es unser Job ist. Da muss ich auch mal wieder jetzt Richtung Bartol gucken. Es gibt jetzt diese Effizienzkampagne des Wirtschaftsministeriums. Möglicherweise hätte man das etwas gezielter ausrichten müssen, um dann auch die Zielgruppen zu erreichen, die man erreichen muss, nämlich zum Beispiel genau die Betriebe, die ausbilden und dort auch ganz konkrete Unterstützung mit anzubieten, wie das denn eigentlich gehen kann und weniger mit der Gießkanne über die ganze Republik Plakate zu verteilen. Insofern, nee, das ist nicht die Aufgabe der DUH, wobei ich sagen muss, dass wir schon einige Projekte mal durchgeführt haben, wo wir auch mit Handwerkskammern natürlich im Austausch sind, die natürlich auch ihre Bildungsprogramme mit anpassen müssen, gerade was nachhaltiges Bauen mit angeht. Was ich aber doch nochmal sagen möchte, ist, das wird jetzt gerade immer so sehr verteilt, das erinnert mich jetzt an ein Podium, auf dem ich heute auch war, mit jemandem aus der Wohnungswirtschaft, der genau das Gleiche gesagt hat. Wenn man dazu hört, dann denkt man, ja, eigentlich können wir jetzt einpacken. Es ist ja so, dass in Deutschland viel saniert wird. Es ist ja nicht so, dass da nichts passiert. Aber ein großer Teil davon sind sogenannte Pinselsanierungen. Das heißt, es wird eben zwar ein Gerüst aufgestellt und es wird die Fassade angemalt, aber letztendlich wird nichts an der Fassade gedämmt oder ähnliche energetische Maßnahmen am Gebäude durchgeführt. Das heißt, wenn man das etwas gezielter auch forcieren würde, dass das tatsächlich passiert, und nicht diese ganzen Handwerkerleistungen dann sozusagen für den Klimaschutz verloren sind, weil eben nicht energetisch am Gebäude was gemacht wird, dann hätte man auch schon einiges gewonnen. Ich würde mal dafür plädieren, einfach mal wirklich ganz konkret zu beginnen, eben die schlechtesten Gebäude zu sanieren,
um überhaupt mal auf eine Zielgerade zu kommen. Es ist ja immer dieses, man spricht dann über 2045 oder 2050. Mich interessiert ehrlich gesagt, was in den nächsten 5 Jahren passiert. Und dann immer dann darauf zu warten, dass irgendwelche Technologien da sind, die theoretisch eigentlich schon da sind, und immer noch abzuwarten und immer neue Gasinfrastruktur aufzubauen und trotzdem keine ordnungsrechtlichen Vorgaben. Ja, das ist Zwang, aber offenbar brauchen wir den Zwang, weil in den letzten Jahrzehnten gab es eben nur finanzielle Anreize. So, und es hat nicht funktioniert. Und man hat sich gedacht, na gut, der schlafende Riese, das war immer dieses Bild, das ständig gezeichnet wird, Gebäudesektor, Riesenpotenzial zur CO2-Minderung, aber man hat eben verpasst, irgendwelche Maßnahmen da konkret auf den Weg zu bringen. Ja, das sagen ja viele Akteure seit Jahren und jetzt stehen wir vor diesem großen Problem und deswegen wäre mein Vorschlag an der Stelle einfach mal konkret beginnen, irgendwas umzusetzen und nicht weiter abzuwarten. Herr Bartol, möchten Sie da kurz darauf antworten? Naja, ich finde, jetzt gleitet das so ein bisschen Frustration hier ab. Ich habe ja jetzt schon, ich meine, ich bin ja derjenige jetzt hier, der dafür steht, für die Bundesregierung und die sie tragende Koalition, dass wir das eben hinbekommen. Aber ich habe ja auch sehr offen gesagt, dass die Herausforderungen gigantisch sind. Ich meine, wir müssen bis 2030 44% der Emissionen einsparen. Das ist so viel wie seit 1990. Also das heißt, wir haben 30 Jahre Einsparung, die müssen wir in 8 Jahren bringen. Also das muss man einfach mal sagen. Das ist so. Das ist gigantisch und das haben wir uns auch vorgenommen. Wir alle wissen, dass wir im Gebäudebereich, wenn wir jetzt nichts machen würden, eine Ziellücke bis 2030 haben. Ich glaube, es sind so roundabout 24 Millionen Tonnen. Also das ist ja schon berechnet und projiziert. Das ist auch so. Und jetzt versuchen wir ja als neue Bundesregierung genau dagegen zu arbeiten. Und das Maßnahmenpaket, was wir jetzt bis Sommer auf den Weg bringen wollen, aber auch das, was danach kommt, damit versuchen wir ja, diese Lücke zu schließen. So, das ist unsere Aufgabe und ich glaube fest daran, dass uns das gelingt. Dazu gehört aber auch, dass wir eine Fachkräftestrategie haben, dass wir eine vernünftige Zuwanderungsstrategie haben von Fachkräften. Wir alle wissen, dass die Bauwirtschaft, glaube ich, wenn wir die energetische Sanierung so machen wollen, wie wir sie machen wollen, müssen sich die Kapazitäten der Bauwirtschaft verdreifachen. Wir wissen, in den letzten Jahren ist die Kapazität wieder aufgefahren. Das hat übrigens viel mit Planungssicherheit zu tun. Da war das alles rund um das BEG nicht hilfreich. Das sage ich auch ganz ausdrücklich. Und natürlich haben wir jetzt auch Stichwort Inflation, Zinsentwicklung, sozusagen, wo ist Kapital da? Auch das wird jetzt nicht unbedingt helfen. Das sind alles Themen, müssen wir uns drum kümmern, tun wir auch. Und das versuchen wir jetzt. Ob wir es hinkriegen, das müssen Sie mich 2030 fragen. 2045 wollen wir dann ganz klimaneutral sein. Ich finde, wir müssen alles tun, um dieses Ziel zu erreichen. Ich frage Sie das am Ende nochmal. Jetzt haben wir aber erstmal nochmal eine Frage aus dem Publikum und zwar von Herrn Dominik Lenné. Herr Lenné, bitte. Ich kann Sie nicht hören. Können Sie mich jetzt hören? Gut. Ich möchte ein Thema einbringen, das sozusagen nochmal zurückgeht auf die Frage, wie sich die Kosten zwischen Vermietern und Mietern aufteilen. Das heißt, auf dieses bekannte Mieter-Vermieter-Dilemma. Es gibt dazu, das wurde von Agora Energiewende vor einiger Zeit veröffentlicht, ein Vorschlag, der nennt sich Warmmiete und ist meines Wissens, also das schreiben die dort in Schweden, realisiert worden. Und der besteht im Wesentlichen darin, dass die Wohnungen energetisch eingeschätzt werden und natürlich Wärmezähler in den Wohnungen eingebaut werden, so wie jetzt ja auch. Und der Mieter zahlt für die Temperatur in seiner Wohnung, also sozusagen für die Gradtage in seiner Wohnung, einen vorher festgelegten Preis. Und der Vermieter hat dann die Freiheit zu entscheiden, wie er diese Temperatur, die der Mieter abruft, zur Verfügung stellen will. Auf die Weise ist dann sichergestellt, dass einerseits der Mieter nicht wild durchs Fensterhaus rausheizt und andererseits aber Kosten für die energetische Sanierung und die Umstellung auf regenerative Energien etc. nicht beim Mieter hängen bleiben. Das ist das Modell. Ich sehe natürlich das Problem, was darin besteht, dass der Vermieter das Geld für die Investition irgendwo wieder reinkommen muss.
Aber trotzdem, was würden Sie von diesem Modell halten? Ich muss zugeben, ich kenne es nicht. Frau Weber-Moritz, kennen Sie dieses Modell? Und was halten Sie davon? Wunderbar. Ja, also das schwedische Warmmietenmodell, also erstmal haben wir das Problem, dass das EU-rechtlich nicht zulässig ist, das einfach umzusetzen hier in Deutschland, weil es verpflichtend ist, eine verbrauchsabhängige Abrechnung zu machen. In Schweden ist es deswegen eine Ausnahme, weil die das System schon bevor diese rechtliche Einschränkung kam, hatten und deswegen gibt es dort diese Ausnahme. Ich will nur mal sagen, wir sind Mitglied bei der International Union of Tenants und unsere Präsidentin ist Schwedin und mit der habe ich vor kurzem genau darüber gesprochen, habe ihr gesagt, dass wir immer dieses positive Beispiel nennen, was ja sozusagen dieses Dilemma in der Tat auflöst, so wie Sie es beschrieben haben, in der Tat. Und sie hat nur eindrücklich davor gewarnt, man könne das nicht einfach übertragen, aus dem einfachen Grund, weil in Schweden sehr viel über Fernwärme läuft und dadurch quasi eine deutliche kostengünstigere Lieferung der Energie gewährleistet werden kann. Jetzt will ich mal die CO2-Aspekte beiseite lassen und erstmal nur die Kosten uns angucken. Und deswegen ist es erstmal so nicht umsetzbar und auch nicht unbedingt sinnvoll. Was aber jetzt im Moment diskutiert wird, ist eben so eine Mischform, also diese Teilwarmmiete. Was eben knifflig ist, weil wir haben so ein paar Fallstricke. Man muss genau überlegen, welche Referenz lege ich an, was die Temperatur angeht. Okay, da kann man sich noch auf irgendwas einigen. Dann muss man ein Referenzjahr ja anlegen und sagen, von welchem Verbrauchsjahr gehe ich aus? Von dem letzten Jahr, von den letzten 3 Jahren, von diesem Jahr. Das heißt, die Kosten zum Beispiel dieses Jahr sind ja deutlich höher als im letzten Jahr. Also das wird eine Rolle spielen bei dem Festlegen eines Grundbetrages für diese zumindest Teilpauschalmiete. Und auch die Frage des Anreizes. Also wenn ich ein Warmmietenmodell habe, wo komplett die Wärme pauschal mitbezahlt wird, ist der Anreiz für den Mieter, die Mieterin nicht unbedingt groß, energiesparend sich zu verhalten. Insofern hätte dieses Teilwarmmietenmodell aus meiner Sicht erstmal einen großen Vorteil, weil man hätte einen Pauschalbetrag, aber eben noch einen verbrauchsabhängigen. Das könnte man ja wie auch immer festlegen. Nur ist wirklich noch die große Frage, vielleicht kann das in der Runde ja auch nochmal aufgegriffen werden, ist das tatsächlich dann ein ausreichender Anreiz für eine Investition des Vermieters oder sind es doch viel zu kleine Beträge? Ich bin mir da einfach nicht sicher, weil meine große Frage bei dieser Diskussion, egal ob wir jetzt eine Pauschalwarmmiete hätten oder eine Teilwarmmiete ist, was passiert, wenn nichts passiert? Also wenn am Ende tatsächlich die Einsparung, die ja gedacht ist als Anreiz für den Vermieter, gar nicht mal so groß ist, dass er sagt oder sie sagt, okay, das ist jetzt für mich ein Anreiz, in was auch immer, eine neue erneuerbare Heizung zu investieren. Also ich bin da noch nicht so ganz weit. Vielleicht hat Herr Barthol da mehr Erkenntnisse im Ministerium gewonnen. Die Debatte fängt ja gerade an zu laufen. Aber nichtsdestotrotz, es ist auf jeden Fall gut, dass wir darüber reden. Welche Alternativen gibt es eigentlich, um dieses Dilemma aufzulösen? Herr Barthol, Sie nicken. Ja, weil wir uns ja genau damit auch beschäftigen. Auch es gibt eine erste Studie, die zur Teilwarmmiete rausgegangen ist, wo wir gucken wollen, was wären die Bedingungen, was würde es bedeuten? Das Problem ist immer, ich weiß nicht, wie Frau Weber-Moritz es jetzt genannt hat, die Stolpersteine, die es da gibt, es ist eben nicht trivial, weil es ist natürlich so, du musst auf der einen Seite gucken, was bedeutet es für die Mieterinnen und Mieter und auf der anderen Seite musst du natürlich auch Sanierungsanreize weiterhin haben. Also die Debatte um die Aufteilung des CO2-Preises war ja auch nicht ganz trivial. Wir haben es jetzt hinbekommen und haben immer wieder geguckt, auf der einen Seite natürlich Schutz der Mieterinnen und Mieter, auf der anderen Seite natürlich auch sozusagen die Anforderungen an beide Seiten, sozusagen konsequent auch mit Energieeinsparen umzugehen und auch überhaupt mal eine neue Heizung einzubauen. Deswegen ist das ja gekommen. Jetzt haben wir beim Teilwarmmietenmodell natürlich schon das Problem. Jetzt stelle ich mir mal vor, wir hätten im letzten Jahr Oktober die Teilwarmmiete losgelegt, hätten Referenzwert eingefroren und hätten gesagt, so alles, was jetzt an Preissteigerungen kommt, das wäre dann ja der Sinn, trägt der Vermieter. Und dann hätten wir jetzt die Ukraine-Krise gehabt. Ich befürchte, es wäre zu Masseninsolvenzen im Vermieterbereich gekommen, um es mal ganz deutlich zu sagen. Und wie man das hinbekommt,
Natürlich ist das ein Ereignis, was vielleicht jetzt auch nicht hoffentlich dauernd wieder eintritt. Aber das zeigt so ein bisschen, wie schwierig das ist. Auch die Frage der Aufteilung der Kosten, wenn Sie sich ein Mehrfamilienhaus anschauen, wie gleiche ich das dann wieder aus? Da ist in dem Modell, was jetzt da ist, so die Idee, dass man das unter den Mieterinnen und Mietern wieder ausgleicht. Hochkomplexes System. Auf der anderen Seite natürlich klar, die eingesparte, also wenn ein Vermieter sozusagen eine sparende, gute Heizung einbaut, wenn er davon dann sozusagen einen Teil einbehalten darf, dann haben wir auch dieses ganze Umlagethema nicht mehr, aber dann müssten wir das auch adressieren, weil sozusagen Teilwarmmiete und gleichzeitig die Möglichkeit, 8% umzulegen, so funktioniert es halt auch nicht. Also auch das ist nicht trivial, das würde unser System wirklich komplett auf den Kopf stellen. Deswegen finde ich es richtig, dass wir uns da erstmal wissenschaftlich rantasten, dass wir da mal Leute mit viel Kompetenz und Ahnung dran setzen, die uns das mal rechnen. Und dann wird es irgendwann eine politische Entscheidung sein, will man diesen Weg gehen, ja oder nein. Und ich finde, da sollte man sich jetzt nicht vorschnell festlegen. Also ich würde nicht unterschreiben, dass das jetzt der große Wurf auf jeden Fall wird. Das kann auch voll in die Hose gehen für Mieterinnen und Mieter und das will ich nicht. Herr Buhler, wie gehen Sie in diese Debatte rein? Teilwarmmiete. Ja, eigentlich kann ich das unterstreichen, was Herr Bartol gesagt hat. Also wir müssen uns das Ganze, glaube ich, wirklich in Ruhe angucken, welche Wirkungen das entfaltet. Und ich teile das, was Sie gesagt haben, Herr Bartol. Die Immobilienwirtschaft, da hätten wir sicherlich jetzt viele Insolvenzen gesehen, wenn die ganzen Preissteigerungen hätten tragen müssen. Die Bundesregierung hat ja mehr als genug Programme und Rettungsschirme aufgelegt, auch für die Energie- und Gasversorger. Da hätte man dann wahrscheinlich auch irgendwas für die Wohnungswirtschaft machen müssen. Und ob dann, und das hat ja Frau Weber-Moritz auch gesagt, ob dann der Hebel tatsächlich so groß ist für den Klimaschutz am Ende, da müssen wir schon nochmal ein paar Fragezeichen hinmachen. Insofern werden wir uns dann mit Interesse, wenn dann die Ergebnisse vorliegen von der Studie, das mit Interesse uns dann mal angucken und uns dann Gedanken machen, ob das jetzt ein sinnvolles Modell ist für Deutschland oder nicht. Aber ist ja völlig klar, Schweden hat ganz andere energetische Voraussetzungen als wir. Das merken wir ja an allen Ecken und Enden. Die haben halt nun mal auch viel günstige Biomasse, mit denen ich dann auch günstig und grün Fernwärmenetze betreiben kann. Da sind wir halt mit solchen Ressourcen in Deutschland nicht so wahnsinnig gesegnet. Weil es eben schon mal kurz anklang, war das eine Wortmeldung, Frau Metz, oder haben Sie nur, nein, okay. Weil es kurz anklang, wollte ich Sie einmal kurz fragen, Herr Buhler, Thema CO2-Preis, hat die Bundesregierung jetzt kürzlich beschlossen, das neu aufzuteilen zwischen, in so einem Stufenmodell, zwischen Vermietern und Mietern. Ist das geglückt, Ihrer Meinung nach? Also wir haben uns gerecht? Ja, wir haben uns als DEHK aus der Debatte letzten Endes immer rausgehalten. Ja, weil wir, bei uns sind ja beide Seiten Mitglieder, sind die ganzen Unternehmen, die irgendwo als Mieter in den Gebäuden sitzen, und das sind natürlich auch diejenigen, die Gebäude vermieten. Insofern haben wir uns rausgehalten. Ich glaube, wichtig an der Stelle ist, dass die Debatte jetzt auch endlich beendet ist. Die hat ja auch lange genug gedauert und hat dann eben auch, da komme ich wieder auf das, was ich eingangs gesagt habe, zum Thema Planungssicherheit wieder zurück. Jetzt haben wenigstens alle Seiten Planungssicherheit, wie es an der Stelle weitergeht. Und das ist jetzt auch gut. Ich hoffe, dass die Debatte an der Stelle jetzt auch beendet ist. Okay. Insolvenzen wegen des hohen Gaspreises durch den Ukraine-Krieg. Da haben wir jetzt die Wohnungswirtschaft vorbewahrt. Trifft das jetzt einfach die Mieter, Frau Weber-Moritz? Ich würde ganz gerne noch mal ein Wort zum Thema CO2-Preis verlieren, wenn ich darf. Und zwar, wir sind nicht so glücklich, aber das ist in der Runde, glaube ich, hinreichend bekannt. Ich will trotzdem noch mal sagen, warum. Wir hatten uns von Anfang an gewünscht, dass der CO2-Preis auf der Vermieterseite liegt komplett, weil er da eine Lenkungswirkung hat. Nur der Vermieter, die Vermieterin entscheidet über energetischen Zustand des Gebäudes, Investitionen in erneuerbare Heizung und so weiter. Also Mieter sind ausreichend angereizt, aus unserer Sicht, ihren Verbrauch zu reduzieren, weil sie haben eine verbrauchsabhängige Nebenkostenabrechnung. Und ganz ehrlich, im Moment fällt die so kostentechnisch hoch aus in diesem Jahr, dass also es zynisch wäre zu behaupten, dass Mieter jetzt noch mehr, deutlich mehr Anreize brauchen. Also an der Stelle, okay, damals, als die Diskussion anlief, war natürlich der Krieg gegen die Ukraine noch nicht Thema, ist mir klar.
Nichtsdestotrotz, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wir gehen zumindest mal dahin, dass der CO2-Preis nicht mehr 100% bei den Mietern liegt. Ich will nur mal erinnern, er tut es seit letztem Jahr komplett. Komplett auf der Mieterseite. Also das erstmal ein Stück weit abzuschwächen, ist richtig. Was uns stört, ist, dass es noch keine Synchronisation gibt auf den Enden jeweils, weil bei den energetisch besten Gebäuden muss der Mieter, die Mieterin 100% der CO2-Kosten zahlen, bei den schlechtesten Gebäuden immer noch 10%. Warum? Ist uns irgendwie nicht einleuchtend. Dann glaube ich nicht, Herr Bohley, auch wenn es wünschenswert wäre, aber ich glaube überhaupt nicht, dass die Diskussion damit beendet ist. Die Streitigkeiten werden anfangen. Jetzt könnten wir, wenn man es jetzt, also, aber ich bin wirklich, also das ist jetzt als Witz gemeint, weil wir werden, die Beratungen werden wahrscheinlich an der Stelle explodieren, aber das ist nicht in unserem Sinne, das wünschen wir uns natürlich nicht, aber es wird mit Sicherheit noch zumindest bei den Gasetagenheizungen, bei den vermieteten Einfamilienhäusern, da wird es natürlich noch große Fragezeichen geben. Das ist noch nicht klar, wie sich die Mieter das zurückholen. Sie müssen das selber berechnen. Es ist nicht ganz trivial. Nicht jeder steigt da sofort durch. Vielleicht braucht man da auch noch mal die ein oder andere Handreichung aus dem Ministerium, wie man das relativ schnell mit welchen Unterlagen gut hinbekommt. Aber nichtsdestotrotz ist es besser als das, was wir jetzt haben. Und ich glaube, wir sind uns alle im Moment klar, dass die Welt sich einmal geändert hat seit Anfang des Jahres und wir natürlich aufgrund des Krieges in der Ukraine, der gestiegenen Energiekosten, nochmal ganz andere Kostensteigerungen haben, die natürlich den CO2-Preis ein Stück weit relativieren. Ich will das jetzt gar nicht kleinreden, weil er natürlich trotzdem wichtig ist, aber wir haben natürlich im Moment Preissteigerungen, die das Ganze noch ein bisschen sozusagen wieder in den Hintergrund rücken lassen. Trotzdem, wir müssen natürlich alle Stellschrauben nutzen, um dann entsprechend Mieter zu entlasten, aber genug Anreize zu schaffen, den Klimaschutz im Gebäudesektor voranzubringen. Ja, aber wir, also da noch mal ganz kurz, wenn wir jetzt 23 die ganzen Nebenkostenabrechnungen bekommen mit den unglaublich hohen Gasrechnungen, die wir damit zahlen müssen als Mieter, was brauchen wir denn dann? Also ich meine, die Entlastungspakete müssen natürlich wirken und tun sie hoffentlich dann auch. Es reicht aber natürlich noch nicht, aber das hat die Regierung auch schon angekündigt, dass es bei bestimmten einmaligen Maßnahmen nicht bleiben wird. Stichwort Wohngeld, Zuschüsse und so weiter. Nichtsdestotrotz, wir wissen, die Abrechnung, die dieses Jahr kommt, ist ja sozusagen, gilt ja fürs letzte Jahr. Das heißt, im nächsten Jahr wird es dann erst heftig. Und wenn wir jetzt schon wissen, dass in diesem Jahr bei einigen Haushalten, bei Gas- und Ölheizungen, die wir haben ja so Durchschnittsrechnungen, die gucken wir uns natürlich regelmäßig an, dass die Kosten sich verdoppeln werden schon in diesem Jahr, dann müssen wir einfach sagen, das wird schon durch die Decke gehen, möglicherweise nächstes Jahr. Also wir müssen, ich will damit jetzt keine schlimmen Horrorszenarien beschwören, aber ich glaube, die Zeit einfach zu nutzen, um dagegen etwas zu tun. Auf der einen Seite staatlicherseits, das ist ja im Fluss, das wird ja immer wieder richtigerweise auch diskutiert und neu diskutiert, welche Maßnahmen, Stichwort Tankrabatt, also sind jetzt sinnvoll oder nicht. Und wir als Mieterbund, wir werden das aber auch jetzt, das haben wir schon die ganze Zeit getan, das tun wir aber auch die nächsten Monate intensiv, zu empfehlen, Rücklagen zu bilden. Was möglich ist, also da, ich meine, ne, also möglichst vielleicht 20-30% des Betrages, wenn es geht, wenn der Vermieter auf einen zukommt und bietet an, nach der Kosten, also man kann ja nicht einfach die Nebenkosten erhöhen, aber nach der Abrechnung geht das, wenn voraussichtlich die Kosten eben auch steigen werden in der Zukunft, dann auch dem zuzustimmen als Mieterin, als Mieter, weil besser etwas zu viel, als dann den großen Einmal, diese große Einmalzahlung zu leisten. Also wir empfehlen dringend Rücklage oder eben den, die Pauschale zu erhöhen und hoffen, dass eben jetzt noch ausreichende Maßnahmen in, also quasi umgesetzt werden, um das möglichst etwas abzufedern. Frau Metz, könnte das nicht der Einstieg in eine wirklich ernsthafte Effizienzdebatte sein, diese hohen Nebenkostenabrechnungen? Ja, mich wundert, dass die noch nicht da ist, ehrlich gesagt, weil das war, ist ja jetzt vollkommen klar. Wir können damit rechnen. Frau Meber-Moritz hat es besprochen oder gerade erklärt, welche Situation wir Anfang nächsten Jahres haben werden. Und
ich weiß ja nicht, wie vielen Leuten es dann gelingt, so viel zu sparen, weil wir haben ja gerade auch eine wahnsinnige Inflation, also die Lebenshaltungskosten insgesamt steigen. Es wird nicht jedem möglich sein, da die entsprechenden Rücklagen zu bilden. Deshalb glaube ich, dass es total notwendig ist, hier auch nochmal gezielter Entlastungen zu machen und nicht sowas wie diesen unsäglichen Tankrabatt per Gießkanne irgendwie Geld in Deutschland rumzuschmeißen und ja, völlig egal, wen es da eigentlich trifft. Also das kriegt der Mensch, der gerade in meinem Hinterhof in das 3-Millionen-Wohngebäude eingezogen ist, mit einer dreiköpfigen Familie, genauso wie die Nachbarin, die alleinerziehende Mutter ist und sich gerade mal so über Wasser hält. Also das verstehe ich einfach nicht, wie man so ungezielt da vorgehen kann, so undifferenziert. Und das zeichnet gerade alle möglichen Dinge aus, die gemacht werden. Also wenn ich in dieses Entlastungspaket reingucke, ist das so. Wenn ich den Tankrabatt angucke, ist das so. Wenn ich die Effizienzkampagne des Wirtschaftsministeriums angucke, dann ist das genauso. Es werden einfach mal über Gesamtdeutschland hinweg Dinge verteilt, die nicht gezielt tatsächlich dort ankommen, wo sie ankommen sollen. Und dann will ich gar nicht sagen, dass Menschen mit niedrigen Einkommen nicht mehr Auto fahren sollen, sondern man könnte natürlich ganz gezielt Menschen mit niedrigen Einkommen solche Entlastungen zukommen lassen. So kompliziert ist es nun auch nicht. Und da kann ich nicht nachvollziehen, warum man da nicht ansetzt, weil die Hütte brennt heute schon. Und Anfang nächsten Jahres weiß ich nicht, wie man das so schnell wieder einfangen möchte oder die Menschen unterstützen will, die dann einfach diese Kosten nicht mehr tragen können. Das ist, um dann noch mal eine Größenordnung zu nennen, für eine vierköpfige Familie in einer 70 Quadratmeter Wohnung, die mit Gas beheizt wird, ungefähr 2000 Euro. Das ist viel, viel Geld. Vielen Dank. Bevor wir Herrn Zimmermann mit seiner Frage hören, Herr Bartol, ganz kurz, haben Sie die Vorstellung von einem, wie würde man einen Tankrabatt, einen Heizrabatt, einen Gasrabatt? Ja, ich will jetzt erstmal sagen, man kann über einzelne Maßnahmen immer diskutieren. Fakt ist, dass diese Bundesregierung ein Riesenentlastungspaket geschnürt hat. So, für die unterschiedlichsten Bereiche, auch übrigens das 9-Euro-Ticket entlastet Menschen, weil es dann eben anstatt, weiß ich, 100 nur 9 kostet. So, also wir haben das gemacht. Trotzdem müssen wir gucken, was passiert am 01.01.23 und danach, wenn die Leute ihre Nebenkostenabrechnung. Und da hilft nur das, was Frau Weber-Moritz gesagt hat. Wir werden es als Staat auch nicht alles ausgleichen können. Ich glaube, diese Erwartung muss man auch mal runterschrauben. Was wir machen müssen, ist uns genau anschauen. Zum Beispiel, wenn jemand nicht auf einem Stück seine Nebenkostenabrechnung, die Nachzahlung zahlen kann, darf ein Vermieter ihn dann kündigen? Das ist ja alles noch nicht richtig wirklich sozusagen klar. Und da sind wir auch im Gespräch mit dem Bundesjustizminister, mit Marco Buschmann. Da müssen wir gegebenenfalls vielleicht auch reagieren. Das muss man jetzt prüfen, damit man nicht dann vielleicht plötzlich Menschen erlebt, die sagen, ich kann das nicht an einem Stück zahlen und die dann ihre Wohnung verlieren, weil es natürlich, ne, so, das darf alles nicht passieren. Auch so andere Themen, Indexmieten, Stichwort Inflation, haben wir jetzt alles nicht angesprochen. Also es gibt schon noch Dinge, also ich sage mal, Zeitenwende bedeutet eben in allen Bereichen eine Zeitenwende. Ne? Also ich sage mal so, ich finde das ganz interessant, so ein Koalitionsvertrag ist für mich auch Grundlage, bleibt auch Grundlage, aber ich erwarte natürlich von allen Koalitionspartnern am Ende, dass sie sich sozusagen den neuen Gegebenheiten stellen. Und das wird nicht ohne Diskussion ablaufen. Ich finde es auch übrigens beeindruckend, was diese neue Koalition auch alles mal wieder vor der Brust hat. Das ist auch immens und da finde ich, ist es dann auch okay, wenn man vielleicht das ein oder andere Mal kritisch miteinander diskutiert. Wir werden übrigens uns auch genau anschauen müssen, was mit Corona weiter passiert. Das haben wir auch noch nicht besprochen, weil auch das wird wieder Auswirkungen haben, wenn es schlecht läuft. Ich hoffe, dass es gut läuft, aber ja, man muss jetzt versuchen, das zurückzulegen, was geht, damit man am Ende, und das wird jeden treffen, also jeder Mieter, jede Mieterin, aber auch Privateigentümer, die Energiekosten sind einfach gigantisch durch die Decke gekommen und es muss vorgesorgt werden, damit nicht das böse Erwachen kommt. Wir werden auch sowas machen wie Wohngeld und andere, aber wir haben ja auch nicht nur Wohngeldempfänger in Deutschland, wir haben ja auch noch Leute über dem Wohngeld und was machen wir denn mit denen? So, dass nochmal, der Staat wird es nicht alles ausgleichen können. Ne? Das glaube ich, der Illusion sollten wir nicht, und ich finde es richtig, dass wir jetzt endlich mal das Kartellrecht schärfen. Ja, wenn wir schon keine Übergewinnsteuer hinbekommen, dann muss halt Robert Habeck das Kartellrecht so schärfen, dass am Ende solche Entwicklungen, die wir alle kennen, nicht mehr möglich sind. Aber sind wir ja auch dran. Ich habe gerade ein kleines Kameraproblem, aber ich hoffe, Sie hören mich trotzdem noch. Ich muss auch gar nicht zu sehen sein, denn wir haben jetzt eine Frage von Herrn Patrick Zimmermann. Bitte, Herr Zimmermann.
Ja, danke für die Möglichkeit, die Frage zu stellen. Danke an die Klimaallianz für die Veranstaltung und an die Podiumsgäste für die tolle Diskussion. Ich hätte eine, ja, ich sag mal, dreigeteilte Frage, hauptsächlich an Herrn Barthold zum Thema Suffizienz. Frau Metz hat es ja gerade auch schon ein bisschen formuliert, die Hütte brennt. Brauchen wir angesichts der Klimakrise nicht dringend auch Suffizienzmaßnahmen im Gebäudebereich? Und wir haben ja auch noch andere Nachhaltigkeitsziele, die es einzuhalten gibt. Ich sage jetzt mal nur das 30-Hektar-Ziel. Und wenn wir Suffizienzmaßnahmen brauchen, welche plant Ihr Haus sozusagen im Bereich, im Gebäudebereich, im Bauwesen? Und der dritte Teil der Frage, Frau Holdinghausen hatte das vorhin bei einer Frage an Herrn Bohley, glaube ich, war es formuliert, in dem Sinne, wie wir oder die notwendigen Wohnungen tatsächlich bauen können. Jetzt lässt sich natürlich darüber diskutieren, wie viel notwendig ist. Die Bundesregierung hat sich jetzt die 400.000 Wohneinheiten jährlich als Ziel gesetzt. Jetzt stelle ich mir aber die Frage oder möchte die Frage an Sie richten, bräuchten wir nicht auch noch eine größere Debatte darüber, welche Wohneinheiten das tatsächlich sein werden und wie wir deren Errichtung letztendlich monitoren? Weil Frau Geiwitz hat ja auch in einem Interview schon angedeutet, dass eben eigentlich nicht jede Generation neue Einfamilienhäuser bauen sollte und braucht es dafür nicht konkretere Ziele, ich sage mal ähnlich dem erneuerbare Energien-Ausbauzielen, wo man ja auch nicht einfach nur sagt, so viel erneuerbaren Strom brauchen wir, sondern wo man auch konkrete Gigawatt-Ausbauziele je Technologie vorgibt. Vielen Dank. Herr Barthol, brauchen wir konkretere Ziele? Naja, das haben wir ja ganz am Anfang auch miteinander diskutiert. Ich glaube, dass wir das gesamte Thema Lebenszyklus grauer Energie ganz anders betrachten müssen. Das heißt, für uns ist der Bestand schon extrem wichtig. Trotzdem, und das will ich nochmal betonen, werden wir Neubau brauchen. Ansonsten werden wir die Probleme auf dem Wohnungsmarkt und die soziale Frage nicht in den Griff bekommen. Und dazu haben wir uns ja auch als Koalition übrigens gemeinsam bekannt. Also es kann auch niemand mehr so tun, als ob die 400.000 Wohnungen jetzt vom Himmel gefallen sind. Gleichzeitig, und auch das sage ich hier in aller Deutlichkeit, ist das Thema Eigentumserwerb auch für diese Koalition ein wichtiges Thema. Was meine Ministerin auch meint, und da hat sie ja recht, ist, wie gehen wir denn mit den gebauten Dingen um? Da sind wir ja wieder beim Thema Nutzung und Bestand. Und ich glaube, da muss es Anreize geben, weil wir wissen ja auch, manchmal ist es halt leichter, so ein Eigenheim auf die grüne Wiese zu setzen, als, ich sag mal, eine alte Hofreite oder ein Einfamilienhaus aus, keine Ahnung, den 80er Jahren oder sowas wieder sozusagen den neuen Anforderungen anzupassen. Und da müssen wir uns drum kümmern. Und das ist auch meine Erwartung an das neue Förderprogramm, dass wir solche Themen auch adressieren. Und ich verrate mal hier so ein kleines Geheimnis. Wir diskutieren ja jetzt über die nächste Wohngeldnovelle. Wir wollen ja auch diese Klimakomponente reinmachen. Ich habe auch gesagt, eigentlich müssten wir auch so eine Komponente haben wie, ich sage das jetzt mal im Unrein, wir machen das, aber gleichzeitig gibt es, weiß ich, einen Gutschein, um die Heizung mal richtig einzustellen oder die Hälfte davon. So, das sind alles so Themen, ne? Weil wir wissen ja auch, wie viele Möglichkeiten alleine bei der Frage, wenn wir auch an die Erdgasspeicher denken, die Möglichkeit einzusparen jetzt schon im System. Auch die ganze Frage technische Gebäudeausstattung. Das ist auf der einen Seite natürlich ein Segen, weil du sehr viel Effizienz heben kannst. Aber auf der anderen Seite wissen wir auch, was das für Gebäude bedeutet. Auch die Frage, verteuert sich das nicht? Wer wartet es? Der Aufwand, das sind alles so Dinge, die sind wir am Diskutieren. Und wir werden natürlich, das wurde zwar ein bisschen kritisiert, aber ich glaube, dass eine öffentliche Effizienzkampagne auch ein wichtiger Baustein ist. Da kann man dann drüber streiten. Ich glaube, sie darf nicht so sein wie diese Corona-Impfkampagne, wo wir alle gelacht haben, weil sie so schlecht waren, die Plakate. Ich hoffe halt, dass wir am Ende eine Kampagne hinbekommen, gemeinsam mit dem Robert Habeck zusammen und seinem Haus, die auch wirklich die Themen so adressiert, dass du am Ende dann auch diese Gewinne hast. Weil Sie gerade Robert Habeck ansprechen, ich habe hier eine Frage von Kerstin Dörenbruch, die nämlich fragt, wann kommt denn das Klimageld? Ja, das sind nur leichte Fragen, die ich hier heute bekomme. Es ist ja auch bekannt gewesen, dass es gab einen Vorstoß von Hubertus Heil. Da sagen einige, der meinte ja gar kein Klimageld, sondern eher ein soziales Ausgleichsgeld. Aber trotz alledem glaube ich, und das haben wir jetzt ja gerade diskutiert, wir müssen schon schauen, wie wir, ich sage das wirklich, breite Teile der Bevölkerung vom Abrutschen bewahren. Um es wirklich auch mal deutlich zu sagen. Aber, und das war auch immer mein Argument gegen das Klimageld, ich möchte auch kein Land von Transferleistungsempfängern haben. Also wir müssen ja auch immer mal gucken, was bedeutet das eigentlich für Menschen, wenn sie sozusagen ihr Leben nur noch mit Transferleistungen hinbekommen. Und das ist ja auch ein Thema Weiterentwicklung der Arbeitslosen. Also da sind wir ja schon lange am Diskutieren, wie wir das hinbekommen. Und deswegen finde ich das richtig, dass Hubertus Heil dieses Fass auch aufgemacht hat.
Wir werden uns dem auch stellen, aber auch das ist natürlich die Wahrheit. Am Ende haben wir einen Staatshaushalt, der jetzt durch zwei Großkrisen hintereinander extremst belastet ist. Ich bin froh, dass wir die 100 Milliarden für die Bundeswehr über ein Sondervermögen abwickeln, damit wir eben nicht auch noch sozusagen zusätzlichen Druck auf den Staatshaushalt bekommen. Und ich glaube, wir werden in der Koalition die Debatte weiterführen müssen über die staatlichen Einnahmen. Ich weiß, dass der Koalitionsvertrag da sehr klar ist und ich weiß auch, dass der Bundesfinanzminister darauf pocht, dass wir am Ende die Schuldenregel einhalten. Ich habe da auch nichts gegen, aber da müssen wir uns halt anderen Themen zuwenden. Und diese Debatten wird auch diese Koalition führen, weil nochmal, auch die Zeitenwende bedeutet die Zeitenwende. Und da bin ich gespannt, wie diese Koalition mit diesen Themen umgeht. Weil am Ende brauchst du auch das Geld, um sozusagen solche Maßnahmen finanzieren zu können. Frau Mitz, ich habe hier eine Frage an Sie, und zwar von Herrn Plutschinski, der offenbar Energieberater ist. Denn er fragt, wer soll die Energiebedarfsausweise erstellen? Wir Energieberater sind mit bürokratischem Aufwand bei den Förderprogrammen schon jetzt überlastet. Ja, das ist praktisch das gleiche Problem. Auch da gibt es einen Fachkräftemangel. Aber ich weiß jetzt zufällig, dass die Energieberater auch weitgehend immer rausgehalten werden aus allen möglichen Treffen und Beratungen. Also vielleicht müsste man die dann da vielleicht auch einfach mal mit dazu nehmen, um genau dieses Problem zu lösen, um rauszufinden, wie man da eben auch noch mehr Fachpersonal akquirieren kann, wie man da nochmal werben kann, dass es mehr davon gibt. Bloß auch da, denke ich mal, hängt es an der Planbarkeit, dass sich natürlich so etwas dann aufbaut, wenn ganz sicher ist, dass all diese Aufträge dann auch kommen und das auch wirklich alles sozusagen dann mit Vorgabe ist. Darauf kann ich dann aufbauen und dann auch Fachkräfte natürlich ausbilden. Das ist im Grunde genommen natürlich das gleiche Problem wie mit den Handwerkern und den Handwerkerinnen, die dann nicht ausreichend zur Verfügung stehen. Vielen Dank. Und dann habe ich hier noch eine Frage von Frau Riech, Wien, die mir auch etwas speziell scheint, aber ich stelle sie Ihnen schnell, Herr Bartol, und zwar, was planen Sie denn, um gemeinsam mit den Bundesländern und den Branchenverbänden, um die Fachkräfteproblematik anzugehen? Wie sieht es mit der Verlängerung der Westbalkanregelung unter anderem durch das Auswärtige Amt aus? Ja, das wird sicherlich kommen, aber das sind natürlich genau die Debatten, die man auch zusammen sehen muss, auch mit der sozusagen der Analyse des vorhandenen Einwanderungsgesetzgebung, die wir uns auch nochmal genau anschauen müssen. Aber wir müssen auch über Qualifizierung reden. Also wir haben ja die Situation, dass auch vorhandene Handwerkerinnen und Handwerker, ich sag mal ungefähr 20% schon mal an der Wärmepumpe gearbeitet haben. Das heißt, du hast natürlich auch den Bedarf, sozusagen die Fachkräfte, die du jetzt hast, so umzuqualifizieren, dass sie anstatt Gasheizung in Zukunft andere einbauen müssen. Auch das gehört mit zu diesem Paket, und da, was wir uns kümmern müssen. Und ich finde, das darf man nicht unter den Tisch fallen lassen. Das brauchen wir, da brauchen wir auch Anreize, da müssen wir auch mithelfen. Dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Themen, weil du hast ja nicht nur Heizung, sondern auch Bäder. Also dieses Thema ist groß. Wir adressieren das. Das hat auch Marco Buschmann sich vorgenommen, also Stichwort Einwanderungsgesetz. Da werden wir rangehen. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir weiterhin die Möglichkeit haben, da qualifizierte Zuwanderung, auch Stichwort Westbalkan, dass es dort auch die behutsame Weiterentwicklung gibt. Herr Bolay, hören Sie das mit Begeisterung? Oder wie diskutieren Sie in der Industrie den Fachkräftemangel? Was haben Sie für Konzepte, dem zu begegnen? Also Einwanderung ist natürlich eine zentrale Säule. Also ohne Einwanderung wird es nicht gehen. Ohne Weiterqualifizierung wird es nicht gehen. Und aus unserer Sicht ist, und das gilt, da kann ich jetzt glaube ich auch für die Kolleginnen und Kollegen von den Handwerkskammern sprechen, aus unserer Sicht ist es ja immer wichtig, es muss nun nicht jeder ein Studium machen. Auch eine Ausbildung ist eigentlich ein schöner Einstieg ins Berufsleben, und auch mit einer Ausbildung kann man erstens Spaß haben im Beruf und zweitens auch ein anständiges Geld verdienen, weil wir doch in der Vergangenheit sehr zu einer Akademisierung geneigt haben und ja irgendwie jeder den Eindruck hat, mein Kind muss Abi machen und danach auf jeden Fall studieren gehen. Da sollte man sich, glaube ich, schon auch nochmal informieren, sich nochmal angucken, welche alternativen Wege es gibt. Und wie gesagt, eine Ausbildung. Wir haben ja mittlerweile viel, viel mehr Ausbildungsplätze, als wir Azubis haben oder Bewerberinnen und Bewerber haben. An der Stelle, das ist, glaube ich, auch noch nicht überall durchgedrungen. Leute, die gut sind, die ehrgeizig sind, die was wollen, die finden auf jeden Fall auch einen guten Ausbildungsplatz.
Und da sind eben die verschiedenen Branchen auch aufgerufen, entsprechend für sich zu werben. Und das gilt dann auch für die Bau- und Immobilienbranche genauso wie für alle anderen Branchen. Würde denn da dieses Ausstiegsdatum, was das Frau Metz eben gefordert hat, nicht helfen, wenn junge Leute wüssten, in 4, 5 Jahren kommt die Riesenoffensive mit Wärmepumpen und Fernwärmenetzen und so weiter und dann kann ich da richtig Geld verdienen, würde Ihnen das da an der Stelle nicht sogar helfen? Ja, aber das haben Sie ja in vielen Branchen, ne? Dadurch, dass wir so einen Fachkräftemangel haben, ist es eigentlich, wie gesagt, für die Leute, die gut sind, die was wollen, ist es eigentlich fast egal, jetzt erstmal, wo sie hingehen. Sie können überall einen guten Ausbildungsplatz finden und nachher damit auch gutes Geld verdienen. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn wir jetzt die Branchen angucken, die, sagen wir mal, jetzt Richtung Nachhaltigkeit unterwegs sind, natürlich haben die Branchen, ich nenne es jetzt einfach mal durch die Fridays for Future Generation, einen gewissen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Branchen. Das ist gar keine Frage. Aber da brauchen sie nicht noch zusätzliche Maßnahmen ins Leben rufen, wie jetzt irgendwie, dann machen wir das und dann machen wir das. Dass wir klimaneutral werden wollen, das ist ja völlig klar. Ne? Und dadurch haben ja diese Branchen sowieso diesen Wettbewerbsvorteil. Ich gucke jetzt mal ganz vorsichtig auf die Uhr. Wir haben jetzt so viele Themen nicht angesprochen in diesem unglaublichen Komplex. Wir haben nicht über öffentliche Gebäude geredet und wie wir die Kommunen dazu bringen wollen, die ganzen Schulen und Kitas und so weiter irgendwie auf Stand zu bringen. Wir haben nicht über den Flächenverbrauch gesprochen so richtig oder nur am Rande. Ich fürchte, wir müssen uns noch mal treffen zu dem Thema. Ansonsten würde ich Ihnen jetzt gerne einfach nur, weil Sie haben das eben so schön zwischendurch mal angesprochen, nochmal die Frage stellen. 2030 muss der Gebäudesektor bei 67 Millionen Tonnen sein, stimmt die Zahl? Ich glaube, sie war so. Also der nicht auf die Hälfte runter, aber deutlich. Schaffen Sie das oder schaffen wir das? Und wenn nicht, wo landen wir? Na, wie müssen Sie jetzt nicht dazu sagen? Also schaffen wir das? Und wenn wir es nicht schaffen, wo landen wir? Noch einmal der Reihe nach, Herr Bartol. Ja, das ist ja genau das, was sich diese Koalition vorgenommen hat. Und wir tun doch alles, ja, doch, ich finde schon. Und ob wir es jetzt genau schaffen, ja oder nein, ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich weiß nur, dass wir sozusagen auch eine Gesetzgebungssystematik hat, die ganz klar schaut, die nachjustierbar ist. Und ich finde, dafür muss man auch den Mut haben. Wenn man sieht, dass man eine Lücke hat, muss man nachjustieren. Das tun wir jetzt gerade mit dem Sofortprogramm, was wir jetzt wieder auf den Weg bringen. Dann werden wir schauen, wie es wirkt, ob es auch sozusagen die vom Gutachtern berechneten Einspareffekte zeigt oder nicht. Sowas wie den furchtbaren Angriffskrieg von Russland, sowas wird hoffentlich nie nochmal kommen, aber man weiß auch nicht, was in den nächsten Jahren noch wieder auf uns zukommt. Ich meine, da sind ja noch ein paar, die da vor uns liegen. In 8 Jahren kann wieder viel passieren. Wir haben andere Themen, die wir heute auch alle angesprochen haben, Stichwort Klimaresilienz und urbane Räume, Klimaanpassungsmaßnahmen. Auch da sind wir nicht untätig und deswegen, wir werden das und wir müssen das schaffen, weil wir uns für 2045 CO2-Neutralität vorgenommen haben. Und zwar in allen Bereichen. Da gibt es jetzt ja nichts zu rütteln. Frau Weber-Moritz, wie ist Ihre Prognose? Schaffen wir das? Es gab doch mal eine Politikerin in Großbritannien, die das Wort "There's no alternative" geprägt hat. Also wir haben gar keine Alternative. Wir müssen das schaffen. Also ich finde, das sollte auch nicht in Frage gestellt werden. Und ich kann nur aus Sicht der Mieterinnen und Mieter sagen, wir müssen es sozialverträglich schaffen. Das ist ganz wichtig, weil wir reden ja über ein Problem oder eine Herausforderung, die uns alle angeht. Wir müssen unsere Lebensgrundlagen erhalten, darum geht es. Ne? Und da kann uns, Stichwort eine Billion, haben Sie gesagt, Herr Bulay, das kann uns gar nicht zu teuer sein. Und für uns ist eben wichtig, bei allen Maßnahmen Mieterschutz, Klimaschutz zusammenzudenken, kluge Konzepte zu entwickeln, wie wir die Ziele voranbringen und die Menschen mitnehmen, ist nicht zuletzt eine Frage der Akzeptanz. Und also insofern, klar, es ist eine Riesenherausforderung. Wir haben es ja heute auch ausgiebig diskutiert, dass wir irgendwie nochmal
mehrere Problemlagen obendrauf bekommen haben durch den Krieg in der Ukraine. Aber es nützt ja nichts. Wir müssen ja irgendwie gemeinsam diese große Herausforderung angehen. Herr Wohler, 1 Billion haben Sie uns jetzt mitgegeben. Ist das zu stemmen? Ja, war ja nur meine Schätzung. Wahrscheinlich ist der Betrag sogar noch ein bisschen höher als 1 Billion. Ich bin grundsätzlich ein optimistischer Mensch. In dem Fall habe ich aber dann doch gewisse Zweifel. Wir werden sicherlich bei den CO2-Emissionen deutlich runterkommen, auch im Gebäudesektor. Ob wir dann das Ziel genau erreichen, da habe ich, wie gesagt, meine Zweifel. Das hängt einerseits an den Fachkräften. Wenn aber die Politik den Willen hätte, ja, wir haben ja eine nationale CO2-Bepreisung, wo wir ja dann auch ganz scharfe Caps vorgeben. Jetzt ist in der CO2-Bepreisung, die ist ja nicht allein auf den Gebäudesektor kapriziert, sondern umfasst ja auch den Verkehrssektor und Teile der Industrie, die eben nicht im europäischen Emissionshandel sind. Dazu haben wir auf europäischer Ebene die Debatte, ob wir das nicht alles europäisieren. Wenn wir es nicht europäisieren, dann kann es durchaus sein, und wenn die Politik in der Lage wäre, extrem hohe CO2-Preise zu ertragen, dann könnte es durchaus sein, dass wir das schaffen, einfach weil wir ja dann über die Umweltzertifikaten vorgeben, wie viel noch emittiert werden darf. Und wenn der Verkehrssektor dann nicht besonders viel macht, dann müsste ja der Gebäudesektor in dem System weniger machen. Dann kann es durchaus sein, aber da glaube ich nicht dran, da die Politik nicht in der Lage sein wird, solche hohe CO2-Preise tatsächlich durchzuhalten. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und dann hätten wir tatsächlich jede Menge soziale Probleme. Frau Metz, schließen Sie sich dieser wenig optimistischen Sicht an? Nö. Die Frage ist ja, können wir es schaffen? Und da kann ich ganz klar sagen, ja. Können, tun wir das schon. Dafür braucht es natürlich ganz konkreten politischen Willen, auch das wirklich umzusetzen, auch gegen, sag ich mal, etwas unbequemere Wege zu gehen, wo man dann möglicherweise der Wirtschaft nicht immer, sag ich mal, alles geben kann, was sie möchte, sondern da eben auch nochmal andere Zielgruppen stärker in den Fokus nimmt. Dann können wir das auf jeden Fall schaffen. Und sicher, es dreht sich nicht alleine um den Gebäudesektor, sondern es geht auch um die anderen Sektoren, wo es auch viele Lösungsvorschläge gibt. Ein bisschen braucht vielleicht diese noch, wie gesagt, man darf ja anscheinend noch sagen, neue Bundesregierung, bis sie sozusagen so richtig ins Tun kommt. Also Herr Bartol hat ja alles angekündigt, dass es alles noch kommt. Ich freue mich darüber, wenn es dann so weit ist. Also tatsächlich brauchen wir diese ganz konkreten Maßnahmen. Wir können es jetzt noch schaffen. Wir haben jetzt Zeit, wir haben das Jahr 2022. Bloß wenn in den nächsten Jahren nicht wirklich konkret gelingt, Dinge auf den Weg zu bringen und weiter abgewartet wird, dann wird es natürlich irgendwann nicht mehr gehen. Ganz herzlichen Dank an das Panel, an Ihre interessante Diskussion, an Ihre interessanten Fragen aus dem Publikum zu so später Stunde. Vielen Dank, dass Sie uns so lange zugehört haben. Ich darf noch ganz herzlich einladen zum nächsten Klimagespräch, das am 20. Juli stattfindet, Juli um 18 Uhr. Dann wieder in Präsenz in Berlin an einem Ort, den es dann noch zu lesen und zu hören geben wird. Und es wird um internationale Klimapolitik an der Stelle gehen, auch ein spannendes Thema. Also nochmal ganz herzlichen Dank an Sie auf dem Bildschirm und an Sie an das Publikum. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Abend. Machen Sie es gut. Tschüss. Danke, tschüss.